Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Vortrag, der von Herrn Dr. Lawach gehalten werden wird, die Stellung der Frau im Islam. Ich denke, wir haben eine große Publikumsresonanz. Ich schätze mal, nach 250 werden es ungefähr sein, was ja schon beweist, wie groß das Interesse auch der Ilmenauer Bevölkerung, der Ilmenauer Studierenden hier an diesem Thema, an dieser Thematik ist. Ich will nicht verhehlen, dass es im Vorfeld dieser Veranstaltung immer wieder Kritik gegeben hat, dass wir das hier machen. Die Einladung ist ergangen vom Studierendenrat unserer Universität, auf Bitten der muslimischen Gemeinde, die wir hier haben. Und das Ziel unserer Muslime, die wir hier an der Universität haben, ist, einen Dialog herbeizuführen zwischen den Religionen, einen friedlichen Dialog, der der Verständigung zwischen den Völkern und den Religionen dienen soll. Wir als Unileitung, TU Ilmenau, unterstützen dieses Anliegen auf jeden Fall. Für uns ist es wichtig, dass wir in einem freien Land, in einer freien Universität auch erlauben, dass über solche Dinge in einem freien Dialog geredet wird. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, wir stehen auf dem Boden unserer Werte wie Frieden, Gewaltfreiheit, Toleranz. Und wir sind der Meinung, dass wir, wenn wir die Universität als eine Art Mikrokosmos betrachten wollen, hier auch zeigen müssen, dass an einer solchen Einrichtung ein freier Dialog und eine Diskussion über solche Themen möglich ist. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass wir diese Veranstaltung heute zusammen mit unseren Studierenden hier hinbekommen haben. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich unseren Referenten, Herrn Dr. Lawach aus Leipzig. Wie es die akademische Tradition bietet, möchte ich Ihnen Herrn Dr. Lawach kurz vorstellen. Ich mache es ganz kurz, wir wollen ja von Ihnen was hören und nicht von mir. Herr Dr. Lawach ist geboren in Amuda in Syrien. Er hat die deutsche und die syrische Staatsangehörigkeit. Er ist verheiratet und hat Kinder. Nach dem Abitur hat er ein Technikstudium, Bauwissenschaft, ja, Bautechnik, in Syrien studiert und später dann Medizin, hat abgeschlossen zunächst mit dem Doktorat und später dann mit der Habilitation, also Privatdozent, ja, Privatdozent im Bereich Medizin. Er hat Forschung gemacht im Bereich Bioelektron-Magnetfeldregulation und im Bereich Softlasertherapie. Er hat gearbeitet im Bereich der Drogenprävention und ist dann später durch langjähriges Islamstudium durch in verschiedenen Ländern zu dem geworden, was er heute ist, nämlich er ist Imam der, im Vorstand der Leipziger Moschee, Al-Rahman Moschee, seit 1995. Er hat weitgehende Sprachkenntnisse, also ich denke sehr gute in Arabisch natürlich, in Deutsch und in Englisch, und immerhin Kenntnisse in Türkisch, Russisch, Spanisch und im Lateinischen. Ja. Also beeindruckend, das kann ich jetzt nicht so unbedingt behaupten. Seine Arbeitsbereiche sind ganz wesentlich im seelsorgerischen Bereich. Er ist auch im JVA-Bereich tätig, also Jugendstrafvollzug ist das, ja. Dann Islamlehrer, Lehrer für Arabisch. Wie schon gesagt, Imam der islamischen Gemeinde in Sachsen. Dann der Fortbildung für Islamlehrer und Multiplikator im Bereich der Drogenprävention. Er ist Mitglied des Islamforums in den neuen Bundesländern und Mitglied des Runden Tisches der Religionen sowie Berater für muslimisches Eherecht. Die Liste ist lang, ich will es nicht zu lang machen. Er ist ebenso Berater für neue Muslime und er nimmt Teil an Seminaren und Diskussionsrunden zum Thema Integration Muslime und Islam in Deutschland. Herr Dr. Lawach ist bekannt geworden durch viele Auftritte in den Medien, unter anderem bei Frau Christiansen, zu Gast und so weiter und so weiter. Ich will das gar nicht alles hier noch wieder erzählen.
seine Interessen und Ziele, wie er sie uns berichtet hat, in einem Gespräch, was wir auch schon vor einiger Zeit hier mal geführt haben, sind ganz wesentlich, den Dialog zu fördern, den Dialog zwischen den Religionen, den Völkern zu fördern und zur Aufklärung über den Islam beizutragen. Das Ziel insgesamt soll dabei sein, ein friedliches Miteinander zu entwickeln und Reformen auch bei den Muslimen zu schaffen. Ich glaube, es ist genug der Vorstellung und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Erstmal guten Abend und Friede sei mit Ihnen allen. Der Herr Professor Rektor Schaff hat natürlich eine Vorstellung von meiner Person jetzt gemacht und ich danke ihm natürlich, dass er von den wenigsten Leuten ist in diesem Land, die so verständnisvoll für dieses Thema, für Dialog ist. Weil wir leider in der letzten Zeit sehr viele Verallgemeinerungen und Vorurteile haben. Man muss sagen, ich habe das selten erlebt, dass wir solche Haltung haben, wie die Haltung der Universitätsleitung hier in Ilmenau. Und ich denke, die Studierenden, die sollten stolz sein auf so einen Rektor und auf so eine Unileitung. Ich danke Ihnen nochmal im Namen aller Muslime in diesem Land. Natürlich, ich danke Ihnen auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich habe, bevor ich anfange, über dieses Thema zu sprechen, ich habe sozusagen eine Bitte. Und diese Bitte ist natürlich erstmal, ich muss Ihnen danken, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich zu Ihnen sprechen kann. In dieser Situation, in dieser Lage, was wir als Muslime hier erleben oder in der ganzen Welt. Und man merkt, dass die Schlagzeilen immer oder fast immer mit dem Thema Islam zu lesen sind. Ich danke Ihnen auch, dass Sie sich Gedanken machen über dieses Thema oder dass Sie sich informieren wollen. Übrigens auch, ich bin für Kritik offen und für eine faire Diskussion offen. Ich weiß auch, dass nicht alle meine Meinungen oder meine Ansichten sozusagen bei allen Leuten willkommen sind. Und ich weiß auch, dass das nicht alles, was ich sage, sofort mit Akzeptanz begegnet wird. Ich weiß, dass wir verschiedene Meinungen haben, aber das gehört zum Miteinander, zu einem friedlichen Leben, dass wir sozusagen verschiedene auch Meinungen haben. Und wenn wir keine verschiedenen Geschmäcker gehabt hätten und keine verschiedenen Meinungen, dann wäre die Ware, dass wir das Leben nicht weiterkommen. Und da wird keiner was kaufen wollen und keiner, wenn wir alles das Gleiche machen wollen, alles das Gleiche anziehen wollen, alles das Gleiche sagen wollen. Deshalb habe ich eine Bitte. Und zwar, ich entschuldige mich im Voraus. Ich bin kein gebürtiger Deutscher, deshalb meine deutsche Sprache auch ist nicht so hervorragend, dass ich keinen Fehler mache. Und bis heute mache ich Fehler mit die, das und der. Ja, ich weiß nicht, ob Sie auch diese Fehler machen, aber ja. Ja, als man auch hier die Sprache gelernt hat, das war für uns am schwierigsten, diese Artikel zu lernen, die, der, das. Und da hat man immer gesagt, warum sagt man das Mädchen, nicht die Mädchen? Bis heute haben wir diese Frage. Auf jeden Fall, ich... Ich möchte mich dann im Voraus entschuldigen, wenn ich ein paar Fehler auf Deutsch mache. Deshalb bitte auch, vielleicht, wenn ich was erkläre, da könnt ihr nicht genau richtig rüberkommen, weil das auch mit der Sprache zu tun hat. Ich muss erstmal Arabisch in meinem Kopf denken, dann übersetzen und dann versuche ich das hier zu integrieren. Das wird auch Integration, Arbeit in meinem Kopf. Auf jeden Fall, ich bitte Sie auch darum, dass Sie heute, was Sie hören, dass Sie das sozusagen als eine neue Perspektive zuhören. Es kann sein, was ich sagen werde, wenn man Vorurteile hat, dass diese Vorurteile, ob sie schlecht sind oder gut sind,
dass diese Vorurteile bestätigt werden. Vielleicht im Schlechten oder im Guten. Es kann sein auch, dass ich Ihre Erwartungen nicht sozusagen gerecht bin, wenn ich über dieses Thema spreche. Oder es kann sein auch, dass ich die Erwartungen schaffe in diesem Zusammenhang. Aber ich bitte Sie darum, dass Sie bitte, was Sie von Vorgedanken haben im Hinterkopf, dass Sie nur für diese Stunde ausschalten. Nur ausschalten und zuhören. Vielleicht hören Sie was Neues von dem Imam, unter Anführungsstrichen, der in manchen Zeitungen und Medien als Staatsfeind Nummer 1 gestellt wird. Aber bin ich vielleicht Staatsfeind Nummer 1? Weiß ich nicht. Aber was ich denke, ich habe immer zufrieden aufgerufen und ich rufe weiter zufrieden. Ich wollte immer transparent in meinem Leben sein und ich habe immer versucht, sozusagen für eine gerechte Integration von Muslimen zu agieren und ich habe immer versucht, dass wir mit Dialog etwas schaffen können, mit Reden miteinander und meine Arbeit in diesen vielen Jahren kann das bestätigen. Aber deshalb bitte ich Sie nochmal darum, dass Sie nur ein bisschen ausschalten in diesem Zusammenhang und zuhören. Und ich rede hier an einer TU, an einer technischen Universität. Das hat mit Wissenschaft zu tun, das hat mit Forschung zu tun, das hat mit Beweisen und Belegen, Theorie zu tun. Und deshalb bitte ich auch, dass man dies auch mit uns macht, das wird mit uns Muslimen. Und im Voraus sage ich, ich vertrete nicht den Islam, weil der Islam kein Vertreter hat, außer der Prophet Mohammed. Friede sei mit ihm und allen Propheten. Jeder Muslim vertritt sich selber. Und ich vertrete hier nie den Islam oder nicht alle Muslime. Aber ich kann nur vertreten die Leute, die sozusagen meine Ansichten annehmen und bestätigen, was ich sage. Deshalb, das ist auch die Sache bei uns, damit man von Anfang an weiß, wir haben keinen Papst in unserer Religion. Und wir haben auch keine Person, die sozusagen Vertreter Gottes auf Erde ist. Jeder Muslim ist ein Individuum und der muss für sich selber oder sie muss, die Muslime, das wird die weibliche Form, sie muss für sich selber oder er muss für sich selber bestimmen, was er in diesem Zusammenhang macht. Es gab natürlich Vorgeschichte mit diesem Vortrag und es gab manche Methoden, die man benutzt hat, die man schon von den 30er, 40er Jahren im 20. Jahrhundert benutzt hat mit Priestern und mit Religionsgelehrten. Aber ich sage Hut ab vor der Leitung der Universität, Hut ab vor Studenten dieser Universität, die natürlich für Dialog sind, aber bei mir gibt es keinen Hut, deshalb sage ich Mütze ab in diesem Zusammenhang. Dann möchte ich bestimmte, sage ich jetzt, bevor ich anfange über das Thema zu sprechen, das ist sehr wichtig, dass ich bestimmte Themen sozusagen anschneide ein bisschen, dass man über diese Themen spricht. Die meisten Muslime in diesem Land, und ich bin einer von diesen Muslimen, die Deutschland für ihre Heimat oder zweite Heimat gewählt haben und sie leben hier, weil um ehrlich zu sein, wir können hier in Deutschland zum Teil den Islam besser praktizieren als sogenannte muslimische Länder in vielen Teilen. Und das muss man zugeben. Und wir geben zu als Muslime, dass wir hier auch sozusagen Gastfreundschaft, sage ich jetzt, mit Gastfreundschaft von vielen Leuten konfrontiert waren und dass viele Leute uns geholfen haben. Gestern waren wir mit Leuten, die mit mir Infostand machen. Ich mache Infostand in Leipzig seit ungefähr 14 Jahren. Jede Woche einmal. Seitdem ich studiert habe, mache ich das immer. Gestern waren wir auf der Straße, es hat stark geregnet und dann kamen viele Leute zu uns. Wir wollten ihnen, es gibt eine Stellungnahme von mir und so ein Zettel, A4-Zettel, wo wir ein paar Informationen über Islam geschrieben haben. Ich wollte manchen Leuten Zettel geben. Dann haben sie gesagt, sie brauchen uns nicht zu geben. Wir sind für sie. Und sie sind bei uns herzlich willkommen und wir haben kein Problem mit ihnen. Und gestern war das nicht normal, dass 50 oder 60 Leute ungefähr das Gleiche gesagt haben.
Und wirklich, das hat mir Hoffnung gegeben, dass wir miteinander sowieso reden können, Dialog durchführen können und wir können miteinander im Frieden leben. Übrigens, wir leben in Deutschland untereinander im Frieden und wir haben keine Probleme. Aber es wird immer dieses Thema so groß gemacht, damit man sozusagen vorbeugen will oder damit man aus einem Mücke Elefanten macht. Wir sind für Dialog und ich bin persönlich für Dialog und ich begrüße jede Art davon. Dialog heißt nicht, dass wir uns nur bestätigen oder dass wir sagen, ja, Sie haben recht, Sie haben recht. Oder dass wir nur über Gemeinsamkeiten sprechen. Dialog heißt auch Kritik, Diskussion, Streit, Debatten. Dialog heißt auch, dass ich eine andere Meinung habe. Aber wenn wir Dialog haben, dann in Augenhöhe und dann mit Respekt, wir sind alle Menschen. Und jeder hat das Recht, seine Meinungen zu haben und jeder hat das Recht auch zu sagen, das ist meine Glaube und das ist meine Religion, das sind meine Meinungen, dass wir unterschiedlich sind, das ist klar, wir sind Menschen. Allah sagt im Koran, im sinngemäß ungefähr übersetzt, O ihr Menschen, wir haben euch aus einem Mann und einer Frau erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Es gibt deutsches Volk, es gibt französisches Volk, es gibt arabisches Volk, türkisches Volk, die sind Völker. Und wir können uns kennenlernen und wir können miteinander sprechen. Dazu versuchen wir hier, oder versuche ich mindestens, Aufklärung, Arbeit zu leisten. Und Aufklärung bedeutet, dass wir uns besser kennenlernen. Und dass wir auch uns verstehen, wenn wir auch unterschiedliche Ansichten haben, wenn wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich bin auch, wie schon der Herr Rektor gesagt hat, ich verstehe mich als Reformer für die Muslime, nicht für den Islam, weil der Islam keine Reform braucht, sondern die Muslime brauchen Reform. Und das kann man natürlich dann später erklären, wenn man auch Fragen dazu hat. Reform, Aufklärung, Dialog, das ist ein Prozess. Die sind Prozesse und diese Prozesse, die brauchen lange Zeit. Wir können nicht von heute auf morgen von allen Muslimen verlangen oder von den Nicht-Muslimen verlangen, dass sie alles gut und schön finden. Sondern wir müssen miteinander sprechen und wir brauchen dafür Zeit. Aber die Basis dafür ist Wissen. Wissen. Wissen voneinander. Forschen. Aber auch wenn wir forschen und wenn wir Wissen voneinander haben möchten, dann sollten wir das authentisieren, indem das richtig ist. Und nicht, dass man etwas nur gehört hat, dann glaubt man und dann denkt man, das ist die Wahrheit. Und wenn man sagt, nein, das stimmt nicht, da sagt man, ach, das gefällt mir nicht. Und wenn wir so nur ohne Wissen diskutieren möchten oder wenn wir ohne Wissen Dialog durchführen möchten und jeder stellt nur Vorwürfe oder Behauptungen im Raum, dann haben wir keine richtige Diskussion. Und da haben wir keine Basis auch für Diskussion. Ich bitte Sie darum, dass Sie etwas verstehen, bitte. Religion ist Religion und Tradition, Sitten und Gebräuche von Menschen, die sind zwei Teile. Und im Islam, wir haben unsere Religion und wir haben unsere Tradition von den Völkern. Das bedeutet zum Beispiel eine deutsche Frau, die den Islam annimmt. Sie hat die Tradition, die Gebräuche, die Sitten von den Deutschen, aber sie hat den Islam angenommen. Und deshalb trennen wir zwischen Tradition, Sitten, Gebräuche und zwischen Religion. Und wenn Sie das genau verstehen, dann werden Sie auch viele Missverständnisse aufgeklärt bekommen, weil das so trennen ist. Und dann auch, ich finde das ungerecht, dass wir die Rahmenbedingungen oder die Regeln für eine Gesellschaft mit einer anderen vergleichen, ohne dass diese Gesellschaft das kennt. Das heißt, in anderen Wörtern, ich kann nicht sozusagen mit meinen Gedanken von heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, ich kann nicht etwas betrachten, was vor 1000 Jahren war, und ich vergleiche, als ob die Menschen, die damals waren, die heutigen Menschen sind. Das ist ungerecht.
diese Betrachtung. Weil vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, die Menschen haben andere Rahmenbedingungen gehabt und sie haben auch andere Regeln oder andere Art vom Leben gehabt. Und deshalb, das ist ungerecht, dass man damaligen Rahmenbedingungen für heute benutzt, in Augen von einem Menschen, der heute lebt. Sondern wir müssen immer Kontexte betrachten, wenn wir auch über Religion und, oder Regeln und Gesellschaft sprechen. Anpassung. Anpassung. Ist es in Ordnung? Und wir versuchen es als Muslime anzufassen in diesem Land. Und wir rufen dazu. Aber was bedeutet Anfassung? Das ist Ansichtssache, sagt man immer. Und wir haben verschiedene Meinungen dazu. Es gibt Prinzipien und Glaubensgrundsätze. Und diese Prinzipien und Glaubensgrundsätze, die sind wie zum Beispiel in Mathematik oder in Physik bestimmte Regeln. Da kann man das nicht ändern, weil wenn man das ändert, dann haben wir am Ende keine physikalischen, sage ich jetzt, Regeln mehr. Und wir haben gar nicht mehr. Und wenn wir auch, wir haben in Mathematik gelernt, 1 plus 1 ist gleich 2. Wenn wir das ändern wollen, dann haben wir keine Regeln mehr und wir haben keine Grundsätze mehr. Und in der Religion auch gibt es 1 plus 1 gleich 2 auf ein Thema oder sage ich jetzt im Bereich. Und es gibt auf der anderen Seite vielleicht 1 plus 1 gleich 5 oder 7 oder 9 oder 10. Wir haben Respekt vor Menschen und vor, sage ich jetzt, vor der Natur, auch vor Tieren. Und das hat unsere Religion belegt. Und die Frage, die mich seit vielen Jahren beschäftigt, wer gibt wem das Recht zu entscheiden, was besser ist und was richtiger ist? Wer gibt wem das Recht zu entscheiden, ob meine Kultur besser ist und die anderen sollen meine Kultur annehmen? Sozusagen eine Art Assimilation, Dominanz, Kultur. Wer kann das bestimmen hier, dass das besser oder nicht besser ist, aber ich denke, alle Menschen sind geehrt und man muss die Menschen ehren und respektieren, auch wenn sie andere Religionen haben, auch wenn sie andere Meinung haben und wir versuchen das zu machen. Wir versuchen hier in diesem Land uns an die allgemeine Ordnung zu halten. Natürlich diese Wörter, sage ich ganz ehrlich, wenn ich diese Wörter öffentlich sage, dann kommen das nicht als Schlagzeile. Der Imam von Sachsen hat die Muslime dazu aufgerufen, sich an die allgemeine Ordnung in Deutschland zu halten. Das lesen wir nicht. Das hören wir nicht. Jetzt habe ich das gesagt. Aber am Ende werden wir, morgen kommt das im Fernsehen, warten Sie mal ab. Es gibt ein Sprichwort im Arabisch, sage ich Ihnen. Es gibt ein, wir wollen bitte kein so verkrampften Atmosphäre haben. Sondern wir sind Menschen und wir können miteinander sprechen. Es gibt ein Sprichwort im Arabischen, da sagt man, man nimmt von Kamel sein Ohr. Ein Kamel ist so groß, mehr vielleicht. Nicht ich jetzt, ich meine Hände. Aber ein Kamel ist so groß, man lässt das ganze Kamel und dann nimmt man vom Kamel das Ohr. Ich halte einen Vortrag, 1,5 Stunden, man nimmt von 1,5 Stunden 10 Sekunden. Man nimmt vom Kamel nur das Ohr. Was man sozusagen extra gesucht hat oder was man extra erwartet hat. Aber wenn die Erwartung anders ist, dann geht das nicht. Ich habe das erlebt manchmal. Oder vielmal natürlich. Ich war einmal in Berlin, ich habe dort einen Vortrag gehalten, nach dem Vortrag, dann kam ein Fernsehteam und sie wollten mich interviewen. Und sie haben mich interviewt zu den Attentaten von Spanien damals und ich habe das scharf verurteilt. Ich habe gesagt, das ist verboten im Islam und die Muslime, ob die Muslime das gemacht haben oder nicht Muslime, das ist kriminell. Und Mord ist keine Ehre. Und kriminell ist kriminell, von wem das auch kommt. Das kam nicht am Abend, dass der Imam das gesagt hat. Was kam am Abend? Ein junger Mann, der so Hip-Hop-Hose trägt und diese Mütze so. Ja? Ich weiß nicht, wie das heißt, diese Baseball-Mütze. Und der hat so, der bewegt sich die ganze Zeit so. Ja? Da hat man ihm gesagt, was sagen Sie? Der hat gesagt, Sie töten uns, wir töten Sie. Das hat man gemacht. Ist das eigentlich, ist das eine
ein Klima der Toleranz, Schaffung, oder ist das eine Schaffung, ein Klima der Intoleranz zwischen den Leuten, damit jeder von dem anderen schlecht spricht? Und deshalb sage ich in diesem Zusammenhang, bitte, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Land ausgeht, weil man nur eine Gruppe gesehen hat, dann werden wir alle schlechte Gedanken übereinander haben. Deshalb sage ich, wir Muslime, wir sind auch in der Pflicht. Und ich weiß, dass manche Muslime Schlechtes getan haben und Schlechtes tun. Aber wir distanzieren uns von diesem Schlechten. Und wir wollen sowas nicht. Und ich brauche das nicht recht zu fertigen, aber zu rechtfertigen. Aber dass ich das sage, das bedeutet, ich bin gegen solche kriminelle Attentate. Aber leider müssen wir jedes Mal das wiederholen. Weil wenn wir das nicht wiederholen, dann sagt man, ja, wir hören nicht von Imamen, dass sie solche kriminellen Attentate scharf verurteilen. Aber dann haben sie das einmal von dem Imam von Sachsen gehört, laut Fokus, der geistliche Führer. Uff. Okay. Auf jeden Fall, jetzt kommt der geistliche Führer, was er versteht vom Islam. Was verstehe ich vom Islam? Ich will nicht über dies, aber das ist die Grundlage für uns. Schauen Sie mal, Islam ist einfach. Islam ist eine Religion, das heißt Hingabe zu Gott. Hingabe zu Gott. Der Gott ist Allah. Er hat uns erschaffen, er hat uns alles gegeben. Und er hat uns Propheten gesandt, er hat auch uns diese Natur gegeben und diese Naturregeln und das ganze Wissen gegeben. Er hat uns Propheten gesandt, damit wir das Gute tun und das Schlechte verlassen. Damit wir kein Unheil auf dieser Welt stiften, damit wir gut zur Natur sind, zu Tieren, zu Menschen. Wer den Propheten insgesamt, weil wir Muslime, wir glauben an alle Propheten, wer den Propheten insgesamt folgt, wird ein schönes Leben führen und wird ins Paradies kommen. Und wer das nicht macht, dann hat er seine Entscheidung für sich selber getroffen. Und jeder ist in diesem Zusammenhang, jeder ist frei zu entscheiden. Wir dürfen im Islam weder missionieren, das bedeutet in der Art, dass wir die Leute entweder zwingen oder etwas anbieten, dass sie den Islam annehmen, noch, dass wir jemanden unter Druck setzen oder unter Zwang, dass er den Islam annimmt. Und als Beweis für diese Barmherzigkeit und Toleranz, schauen Sie mal, es gibt Christen und Juden, die leben unter Muslimen seit Tausenden von Jahren. Keiner hat sich gezwungen, ihre Religion zu wechseln. Und sie haben, ich komme aus einer Stadt in Syrien, als ich kleines Kind war, nur bei uns war das ganz normal, die Kirche ist daneben, die Synagoge ist daneben. Und als Kinder waren wir in der Kirche, in der Synagoge, in der Moschee und wir haben miteinander gespielt. Wir haben diese Verkrampfungen nicht gehabt. Und wir verstehen uns ganz gut. Und bei uns, es gibt vielleicht in Deutschland nicht, früher gab es in Deutschland übrigens diesen Zusammenhalt von den Menschen. Zum Beispiel, wenn man kein Brot hat oder wenn etwas fehlt, dann klopfen wir bei unseren Nachbarn, habt ihr ein bisschen Brot, wir geben euch morgen. Das ist kein Problem. Deshalb, unsere Religion, der Islam, ist Barmherzigkeit und Toleranz. Und diese Barmherzigkeit und Toleranz ist auch zu den Tieren, zu Bäumen, zur Natur. Unser Prophet sagte, wenn jemand von euch sozusagen in den letzten Momenten seines Lebens ist und er hat Pflanzgut, der sollte das pflanzen. Der Prophet sagte bezüglich einer Frau, die natürlich Sünderin war, Sünden begangen hat. Diese Frau hat einem Hund zum Trinken gegeben. Der Prophet sagte, obwohl Sünderin war, der Prophet sagte, diese Frau kommt ins Paradies. Und Gott, Allah, hat ihr verziehen, weil sie diese gute Tat gemacht hat. Das bedeutet, im Islam müssen wir gut zu den Tieren sein, gut zu der Natur sein, zu Pflanzen, zu Tieren. Und wenn wir gut zu Pflanzen und Tieren sein müssen, dann müssen wir mit Sicherheit auch gut zu den Menschen sein. Ob diese Menschen jetzt Muslime sind, ob diese Menschen keine Muslime sind. Und diese Menschen sind Mann und Frau. Ich denke,
man muss die Basis des Islam verstehen, damit man auch versteht, wenn die Muslime über ihre Religion sprechen, wenn sie etwas sagen, das ist so im Koran, also das Buch Allahs, so in der Sunna vom Propheten, was der Prophet Mohammed gesagt hat, gemacht hat, entschieden hat, was er sozusagen uns beigebracht hat. Das ist die Basis für uns Muslime. Und wenn wir über Islam sprechen, dann sprechen wir vom Koran und von der Sunna des Propheten Mohammed. Die Menschen sind Mann und Frau. Was sagt der Islam zur Frau? Was ist die Stellung der Frau im Islam? Und das ist unser Thema für heute. Bevor ich natürlich über die Frau im Islam spreche, dann sollte man so nur einen Vergleich machen, wie die Frau vor dem Islam war und wie sie nach dem Islam geworden ist, weil das wichtig ist. Damit man weiß auch, dass der Islam eine Reform für die Menschen war. Das heißt, wie hat man die Frau behandelt in der vorislamischen Zeit, ob das in Indien war, bei Griechen, bei Juden, bei Christen. Und dann spare ich es Ihnen nicht, dass man sagt, ja, der Imam will uns angreifen oder will die Juden, die Christen angreifen. Ich will niemanden angreifen hier, ich möchte aufklären. Auf jeden Fall, die Frau hat damals eine miserable Situation gehabt. Sie war ungerecht behandelt, sie war als Ware gehandelt und man hat der Frau keine Rechte gegeben. Die Frau dürfte nicht erben, die Frau keine Erbe bekommen. Die Frau war sozusagen als Gegenstand angesehen. Die könnte als Erbe weitergegeben werden. Sie sollte wie eine Sklavin für ihren Mann sein. Bei den Arabern und bei den Persern gab es noch etwas dazu, was schlimmer war. Und zwar, sie haben ihre Töchter lebendig begraben. Das ist ja, so war die Lage. Lebendig begraben. Warum? Die haben gesagt, das ist die Ehre der Familie. Von einer Seite, wenn man das, sage ich jetzt, wir reden hier wissenschaftlich, von einer Seite sehen die Leute die Frau als Ehre der Familie und das muss geehrt sein. Und von der anderen Seite tun sie, was tun sie? Sie töten diese Frau. Bei den Arabern war es so, als jemand ein Kind bekam, und man hat ihm gesagt, das ist Mädchen. Der hat sich versteckt von den Leuten, damit die Leute ihn sehen, weil er eine Schande bekommen hat. Das hat man in anderen Religionen auch über die Frau gesagt, dass sie eine Schande ist oder sei. Aber wir sagen sowas nicht. Damit er seine Ehre schützt, was hat er getan? Bekommt er ein Mädchen, dann nimmt er das Baby, geht er in die Wüste, macht ein Loch, tut das Mädchen drin und dann Erde drauf, Sand drauf, bis sie stirbt. Das ist natürlich die schlimmste, sage ich jetzt, Kriminalität oder kriminelle Akt, was die Menschheit gekannt hat. Das heißt, schauen Sie mal, wie die Sache ist jetzt, wie das war. Die Frau hat, die kann nicht sagen, sie ist als Erbe, sie ist als Ware, sie darf nicht haben das Ganze. Dann kam der Islam. Dann kam der Islam. Und er hat dieser Frau ihre Rechte gegeben. Aber das war natürlich ein Prozess. Das könnte man nicht von heute auf morgen machen. Weil wenn der Prophet zu den Leuten kommt und er sagt ihnen heute, nein, ihr dürft das nicht mehr machen, dann hätten die Leute das nicht angenommen. Obwohl die Leute von Mekka damals gegen den Propheten Mohammed gekämpft haben und sie wollten ihn töten. Eine Frau ist natürlich die Hälfte der Gesellschaft. Eine Frau ist die Frau, die die andere Hälfte der Gesellschaft erzieht. Das bedeutet, sie hat einen großen Wert, diese Frau. Und deshalb könnte man die Frage beantworten, warum diese große Diskussion, Thema, über dieses Thema, das bedeutet Frauen. Natürlich, die Frau ist die Mutter, die die Gesellschaft erziehen wird. Ohne die Frau können wir nicht mehr leben. Aber das Schöne an einer Frau ist ihre Weiblichkeit, ihre Geduld, Zärtlichkeit, die Liebe. Die Frau ist Ruhestätte für den Mann. Er findet seine Ruhe bei seiner Frau. Ob das so ist, warum?
nicht mehr. Die Frau ist natürlich eine Frau, weil sie emotional ist. Und diese Emotionen, was die Frau hat, übrigens, manche Leute kritisieren das, aber ich kritisiere es nicht. Ich finde, dass die Frau so emotionell ist und dass sie anders ist als der Mann, sehr gut. Weil diese Vielfalt wirklich Treibstoff für das Leben ist. Die Frau für uns im Islam, die Frau ist gleich des Mannes in der Religion. Und Allah sagt das im Koran. Wenn ein Mann oder eine Frau Gutes tun und gläubig sind, dann kommen sie ins Paradies. Allah hat nicht hier sozusagen nur bei den Männern, sondern bei Frauen und Männern. Übrigens auch viele verstehen mich als Verteidiger der Rechte der Frauen unter den Muslimen. Das ist eine neue Information vielleicht. Aber ich sage Ihnen, wir verteidigen die Rechte der Frauen und wir wollen, dass die Frauen natürlich ihre Rechte bekommen. Im Voraus sage ich Ihnen, was ich am Anfang auch gesagt habe, in Vorwort. Bitte unterscheiden Sie zwischen Tradition und Religion. Die Religion hat uns befohlen, dass wir Frauen gut behandeln. Aber wird die Frau gut behandelt? Das ist die Frage. Ob die Frau in Deutschland gut behandelt wird? Die Statistiken sagen was anderes. Aber man sagt, die Statistiken sind immer die dritte Lüge. Man weiß nicht. Ist die Frau gut behandelt in den muslimischen Ländern? Ich sage, naja, zum Teil vielleicht. Bei den Familien, die die Religion gut praktizieren, wird die Frau gut behandelt. Bei den Familien, die die Religion nicht praktizieren, wird die Frau schlecht behandelt. Komisch. Manche werden das komisch finden, aber das ist die Wahrheit. Bei uns im Islam, die Frauen sind wie die Männer. Und Allah hat beide angesprochen. Aber es gibt spezielle Regeln für Frauen und spezielle Regeln für Männer. Und wenn man das betrachtet, dann findet man, dass diese Regeln, die spezifisch und speziell für Frauen sind, diese Regeln sind als eine sozusagen Erleichterung für die Frau. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Mann, der imstande ist, in die Moschee zu gehen, um zu beten, muss er das machen. Muss er das machen. Und bei manchen Gelehrten des Islam sagen sie, wenn er den Ruf zum Gebet hört, dann muss er gehen. Aber die Frau muss nicht. Die Frau muss das nicht. Und das ist als Erleichterung für diese Frau. Wir könnten jetzt als Männer eine Revolution machen und sagen, wieso wir müssen und die Frauen nicht. Auch noch ein Beispiel. Bei uns im Islam, in Heiratsrecht, wenn ich eine Frau heiraten möchte, dann muss ich ihr sozusagen Morgengabe geben. Sie kann von mir verlangen, was sie will. Sie kann sagen, ich will einen Hammer haben, diesen neuen Jeep hier. Ja, ich meine, ich weiß nicht, 1 Million kostet das oder mehr. Ja, wenn ich ihr das nicht gebe, dann sagst du, ich will dich nicht mehr heiraten. Okay, dann sage ich, wieso ich ihr, nicht sie mir? Ist sie Mensch, bin ich nicht? Aber das sind spezifische Regeln für sozusagen Männer und Frauen nach der Religion. Und das gibt es überall, das gibt es überall. Auch an der Uni, ich meine, der Herr Rektor genießt eine andere Stellung als ein Student an der Uni. Jetzt, wir reden von den Hierarchien und so weiter. Aber als Menschen sind wir alle Menschen und wir sind alle gleich. Deshalb bitte, in diesem Zusammenhang sollte man das verstehen, dass die Frau im Islam geehrt ist. Wo ist die Ehre der Frau im Islam? Da gibt es bei uns sehr viele Belege. Und ich bitte Sie, und das ist natürlich für mich bitter zu sagen, bitter, sehr bitter zu sagen, bitte unterscheiden Sie zwischen Islam und Muslimen. Was die Muslime tun, ist nicht immer der Islam. Was die Muslime praktizieren, ist nicht immer der Islam.
sondern es kann sein, dass ein Muslim Fehler macht, das heißt nicht der Islam. Und das gilt auch für Christen. Wenn ein Christ Fehler begeht, das heißt nicht Christentum. Und wenn ein Jude Fehler begeht, das heißt nicht Judentum. Und wenn ein paar Studenten hier Probleme verursachen, das heißt nicht alle Studenten und nicht die Universität. Und wenn ein Deutscher zum Beispiel eine Frau in einem Gericht niedermetzelt mit 16, 18 Stichen innerhalb 30 Sekunden, das heißt nicht Deutschland und das heißt nicht das Gesetz und das heißt nicht das deutsche Volk. So, müssen wir hier bitte das auch verstehen, dass die Frau nach dem islamischen Recht, nach dem Islam, dass diese Frau geehrt ist. Und beide, Männer und Frauen, müssen versuchen, Gutes zu sein in diesem Leben, damit sie natürlich das Beste in diesem Leben schaffen und nach unserer Religion, nach dem Islam, damit sie ins Paradies kommen. Wenn wir über die Frau sprechen, dann sprechen wir über vier Arten. Über die Mutter, über die Tochter, über die Ehefrau und über die Schwester. Nach islamischen Regeln, alle Muslime sind Geschwister. Alle Muslime sind eine Familie. Ob sie dunkle Hautfarbe haben, helle Hautfarbe haben, ob sie jetzt Europäer sind, Amerikaner, Asiaten, Afrikaner, spielt keine Rolle. Sind sie Muslime, dann gehören sie zu einer Familie. Und da sind sie sozusagen Geschwister alle geworden. Es gibt auch sowas im Christentum und auch im Judentum. Deshalb, wenn wir über die Mutter sprechen, dann sehen wir, was der Islam zur Mutter spricht. Und ich bitte Sie darum, dass Sie bitte unterscheiden jetzt. Der Islam sagt uns, dass wir gut sein sollen. Aber wenn jemand Fehler macht, das heißt nicht, dass der Islam ihm gesagt hat, mach Fehler. Bezüglich Mutter. Allah sagt das im Koran. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Das ist aus dem Koran, aus Arabisch. Das bedeutet, wir haben den Menschen angewiesen, dass er gut zu den Eltern sein muss. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا. Seine Mutter hat ihn ausgetragen. Das war schwer und schwieriger für sie. Allah sagt, Allah hat befohlen, dass ihr Allah allein und einzig anbetet und dass ihr gut zu den Eltern seid. Das ist das erste Recht. Im Islam ist das Recht Gottes und das zweite ist für die Eltern. Und hier versteht man, dann kommt sofort über die Mutter. Im Islam, man darf nicht seinen Eltern sozusagen Pfui sagen. Oder wenn die Mutter, übrigens, wenn man betet, freiwilliges Gebet bei uns, und die Mutter oder der Vater, die rufen das Kind, das Kind muss das Gebet brechen und zu seiner Mutter oder zu seinem Vater gehen. So ist das in unserer Religion. Und Allah auch spricht im Koran, wenn die Eltern zu einer Person schlecht sind oder sie verlangen von ihm Schlechtes, der muss Geduld zeigen und der muss zu ihnen gut sein. Der Prophet wurde gefragt, wen muss ich am meisten mögen und lieben? Der Prophet sagte, deine Mutter. Da hat der Gefährte vom Propheten gefragt, wen noch? Er hat gesagt, deine Mutter. Da hat der Gefährte gefragt, wen noch? Er hat gesagt, auch deine Mutter. Der Gefährte sagte, und was ist mit meinem Vater? Er hat gesagt, und dein Vater. Das heißt, dreimal Mutter, einmal Vater. Die Mutter ist die Frau. Und wenn meine Religion mir sagt, ich muss diese Mutter ehren, und ich muss zu dieser Mutter gut sein. Und ich muss sie dreimal mehr lieben als mein Vater. Und noch dazu, was kommt noch dazu? Der Prophet sagte, das Paradies ist unter ihren Füßen. Was bedeutet das, das Paradies ist unter ihren Füßen? Das heißt, wenn jemand ins Paradies kommen möchte und leicht ins Paradies kommen möchte, dann sollte man gut zu dieser Mutter sein. Dann wird man nämlich durch das Güte zu der Mutter ins Paradies kommen. Das sagt der Islam zur Mutter. Das sagt der Islam zur Frau. Dann kommen wir zur Tochter. Was sagt der Islam zur Tochter? Der Islam sagt zur Tochter, dass diese Töchter Geschenk Gottes sind. Nicht nur Jungen, auch Töchter.
sind Geschenk Gottes. Der Islam hat verboten, dass man den Töchtern schlecht behandelt, was man vor Islam, in vorislamischer Zeit gemacht hat, indem man die Töchter getötet hat. Der Islam hat dieser Tochter die Möglichkeit gegeben, dass sie Erbe bekommt und dass sie ihr Recht hat. Übrigens, dann kommen wir hier zum Thema vielleicht, was heutzutage sehr viel in den Medien vorkommt, und das heißt Zwang oder Heiratszwang. Gibt es sowas eigentlich, dass man zwingt? Ja, es gibt. Aber langsam. Nicht, dass die Muslime mich komisch gucken, anschauen. Es gibt sowas. Aber Tradition und nicht Islam. In Traditionen von bestimmten Ländern gibt es Zwang, Heirat. Und es gab auch in Sizilien, in Italien. Oder in Persien, oder bei den Arabern. Aber was sagt der Islam dazu? Eine Frau kam zum Propheten. Da hat sie gesagt, mein Vater hat mich sozusagen gezwungen, jemanden zu heiraten. Der Prophet hat die Heirat sofort annulliert. Und er hat ihr gesagt, willst du diesen Mann heiraten? Da hat sie gesagt, ja, ich will ihn heiraten. Aber ich wollte zeigen, dass die Frauen auch Rechte haben. Also bevor man über Rechte von Frauen gesprochen hat, haben wir das damals gehabt, dass die Frauen ihre Rechte bekommen haben. Das ist die Tochter. Der Prophet hat normalerweise, als seine Tochter zu ihm kam, das ist der Prophet Gottes, das wird bei uns im Islam die höchste Stelle von einem Menschen, der stand auf, der ging zu seiner Tochter, der hat sie bei der Tür empfangen, der hat sie auf ihren Stirn geküsst und er hat ihr seinen Platz gegeben. Der Prophet hat seine Enkeltochter im Gebet getragen, während des Gebetes. Der hat sie getragen. Der Prophet sagte, wenn man drei Töchter hat und er erzieht diese drei oder der pflegt diese drei gut, erzieht sie gut, kommt ins Paradies. Man hat ihm gesagt, und wenn man zwei hat, der hat gesagt, wenn man auch zwei hat. Bei manchen auch Gelehrten des Islam sagen, hätte man den Propheten gefragt, bei einem, der hätte gesagt, auch bei einer. Das bedeutet, wenn ich als Muslim ins Paradies kommen möchte, und bitte verstehen Sie das Thema, dass wir sagen, wir möchten ins Paradies kommen. Weil das Paradies für uns das Allhöchste. Dieses Leben wird zu Ende gehen und danach werden wir verweilen in Gräbern und dann wird der letzte Tag ausbrechen und dann werden wir sehen. Manche Leute glauben nicht dran. Manche Leute glauben, es gibt kein Paradies, keine Hölle, gar nicht. Okay. Abwarten. Dann werden wir sehen. Aber ich sage Ihnen, wir verlieren nicht. Ja? Wir verlieren nicht als Muslime. Weil wenn das Ganze sozusagen nicht stimmen würde, das heißt, es gibt weder Paradies noch Hölle, wir haben unser Leben gelebt und das war schön. Ich bin froh mit meinem Leben. Aber wenn es gibt Paradies und Hölle, dann muss man sich überlegen, wer der Verlierer sein wird. Auf jeden Fall, das ist unsere Haltung zur Tochter. Tochter ist Geschenk Gottes, ich muss zu ihr gut sein, ich muss ihr ihre Rechte geben. Dann wie werde ich diese Frau schlecht behandeln? Das kann ich nicht als Muslim das machen. Dann kommen wir zur Ehefrau. Der Prophet sagte, der Beste von euch ist der Beste zu seiner Ehefrau. Und ich bin der Beste zu meiner Ehefrau. Das heißt, ein Maßstab für die Muslime ist, wer ist besser, wer ist nicht besser, in diesem Zusammenhang, wer zu Hause besser zu seiner Frau ist. Es gibt viele Leute draußen sind sie super, die sind sehr gut, hat man gesagt, die sind so nette Menschen, aber wie sie in der Familie sind, das ist manchmal, von nach außen ist das Gold, aber nach innen, auf jeden Fall, das heißt, wer besser ist zu seiner Frau, ist besser auch in der Religion. Und übrigens zur Zeit vom Propheten gab es bestimmte Handlungen, die Leute nicht gekannt haben. Aber der Prophet war ein Reformer und er hat das gemacht. Er hat einmal mit seiner Frau sozusagen Wettkampf gemacht, wer schneller rennen kann. Und sowas kannten die Leute überhaupt nicht. Der Prophet, der rennt mit seiner Frau, wer schneller ist. Damit unser Prophet uns zeigt, wie wichtig ist, dass man seine Frau gut behandelt. Und noch dazu in diesem Zusammenhang, die Frau vor dem Islam hat überhaupt keine Rechte.
aber nach dem Islam, sie könnte mit ihrem Mann diskutieren, sie könnte mit ihrem Mann reden, sie könnte auch ihre Meinungen sagen, sie könnte auch in der Familie bestimmen. Und der Prophet hat mehrere Frauen gehabt und trotzdem hat man gesehen, wie er sie behandelt hat. Übrigens, seine Frau wurde gefragt, wie war der Prophet Mohammed zu Hause? Er sagte, er war im Dienst seiner Familie. Im Dienst seiner Familie. Jetzt eine Frau soll ihrem Mann, leider, ich sage leider, in unseren Ländern sagen, gib mir ein Glas Wasser von der Küche bitte. Vielleicht bekommen sie 5 Schläge auf ihren Kopf. So ist das in Tradition. Aber im Islam, der Prophet Mohammed hat zu Hause geholfen und er hat auch zu Hause mitgearbeitet, damit er den Leuten zeigt, dass diese Frau ein Mensch ist vor uns, dass diese Frau Respekt verdient, dass man dieser Frau helfen sollte. Für uns die Frau ist kein Lustobjekt. Für uns ist die Frau nicht ein Bild, was man auf die Straße hängt, damit man Werbung dazu macht, sondern für uns ist die Frau ein Mensch. Und dieser Mensch verdient Respekt, weil dieser Mensch Mensch ist. Das hat Gedanken, das hat Meinungen, dieser Mensch hat was zu sagen. Das ist auch die Frau im Islam. Dann, der Prophet hat gesagt, ich habe gehört, dass manche Leute ihre Frauen schlagen. Die sind nicht die Besten von euch. Das ist nicht gut, was sie machen. Die Besten sind die Besten zu ihren Frauen. Die Schwestern im Islam, das ist die 4. Art von Frau. Man muss den Schwestern natürlich Respekt geben und gut behandeln. Der Prophet sagte, wer 3 Schwestern hat und der pflegt sie gut, der kommt auch ins Paradies, auch wenn 2 Schwestern. Weil die Schwester, wenn eine Frau sozusagen allein ist, dann muss man ihr helfen. Und der Prophet sagte, wenn man seiner Nachbarin etwas Schlechtes tut, während nicht da seines ihres Mannes, dann ist diese Person sozusagen schwach im Glauben. Kein Muslim. Das heißt schwach im Glauben des Islam. Damit der Prophet uns zeigt, wie wir als Muslime zu unseren Frauen sein sollten, wie wir allgemein zu diesen Frauen sind. Das ist die Stellung der Frau im Islam. Sie kann studieren, oder sie muss lernen eigentlich. Sie kann Gelehrtin auch werden. Übrigens, die Gefährten von unserem Propheten haben gesagt, nachdem er starb, als wir religiöse Fragen gehabt haben oder hatten, als wir diese religiöse Fragen hatten, dann sind wir zu der Frau vom Propheten gegangen und wir haben sie nach dem Islam gefragt. Sie war die beste Gelehrtin und sie war die beste sozusagen wissende Person in der Religion. Die Frauen in der islamischen Geschichte waren Gelehrtinnen, waren Lehrerinnen, die waren Frauen, die etwas für die Gesellschaft geleistet haben. Sie haben ihren Männern geholfen und sie waren in der Gesellschaft da. Und das war ein Prozess, wie ich schon gesagt habe. Vor islamischer Zeit waren die Frauen gar nicht. Nach dem Islam sind die Frauen anders geworden. Es gibt Missverständnisse. Es gibt Missverständnisse, viele Missverständnisse, sage ich, die mit diesem Thema verbunden sind. Nachdem ich erklärt habe, wie der Islam zur Frau steht und was ihre Stellung, dass wir die Stellung von Frau ist, dann sage ich Ihnen nur etwas, was wir jetzt als Muslime erleben und was ich persönlich auch in meiner Arbeit festgestellt habe. Die meisten, die den Islam annehmen, hier in diesem Land sind Frauen. Das bedeutet, wir haben ungefähr 30 Frauen zu einem Mann. Verhältnis. 30 Frauen nehmen den Islam an und ein Mann. Das war immer uns komisch. Ich meine, die Frage ist, diese Werbung, und diese, sage ich jetzt, Debatten, dass die Frau im Islam unterdrückt wäre, dass die Frau im Islam keine Rechte hätte und so weiter. Und trotzdem, die meisten, die den Islam annehmen, sind Frauen. Was ist der Grund eigentlich? Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich versuche, vielleicht zu erklären. Ich denke, weil viele Frauen
wenn Sie mit dem Thema Islam konfrontiert werden, dann sehen Sie, was Sie suchen eigentlich. Sie sehen Ehre drinnen. Sie sehen drinnen, dass diese Frau so behandelt wird, weil sie ein Mensch ist, nicht weil sie ein Bild ist oder so, Deutschland sucht Topmodell. Ja, nicht wegen Modell oder sowas, sondern weil die als Mensch behandelt wird. Und da gibt es viele Missverständnisse. Erstmal Zwangheirat, ich denke, ich habe über dieses Thema schon gesprochen. Im Islam ist Zwangheirat verboten. Man darf niemanden zwingen zu heiraten. Und wenn eine Frau, bei mir zum Beispiel in der Moschee, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte eine Frau heiraten, und wenn der Vater auch kommt, ich sage ihm, ich möchte die Frau sehen, dann stelle ich dieser Frau die Frage, willst du diesen Mann heiraten? Wenn sie sagt ja, oder wenn sie nicht sagt, dann verstehe ich, dass sie akzeptiert haben. Dann mache ich Heiratsvertrag. Wenn sie nein sagt, dann machen wir nicht. Deshalb, wir haben kein Zwang. In Tradition gibt es, das gebe ich zu. Aber im Islam gibt es nicht, und das ist die Trennung. Dann Unterdrückung. Ist die Frau unterdrückt im Islam? Ich denke, nach dem, was ich Ihnen erzählt habe, was unsere Religion zur Frau sagt, mit Sicherheit ist sie im Islam nicht unterdrückt. Aber hat die Frau in den muslimischen Ländern ihre Rechte? Das ist wirklich eine Fragezeichen auch, oder eine Frage, die wichtig ist. Ich kann Ihnen bestätigen, wenn man sagt, zum Teil nein, das stimmt auch. Es gibt in manchen Gebieten, in den muslimischen Ländern, dass die Frauen so behandelt werden, als ob die Menschen in der vorislamischen Zeit wären. Aber das ist nicht die Religion. Das sind die Menschen selber, die das machen. Und nicht, was unsere Religion gesagt hat. Aber nach islamischem Recht ist die Frau gleich des Mannes. Und sie hat ihre Rechte. Deshalb, wenn Sie jetzt suchen, in vielen Literaturbüchern über Islam, die von Muslimen geschrieben sind, dann werden Sie nicht das Thema vielleicht Rechte der Frau lesen, weil das für uns selbstverständlich ist. Wir brauchen natürlich dafür keine, sage ich jetzt, neue Urteile oder neue Regelungen. Im Islam dürfen wir nicht schlecht zu Frauen sein. Und da kommen wir vielleicht zu den anderen Themen. Was ist mit Kopftuch? Eigentlich Kopftuch, ich sage ganz ehrlich, von meinen Begriffen, es gibt nicht etwas, was heißt im Islam Kopftuch. Kopftuch haben wir nicht in unserer Religion, Muslimen. Wir haben Bedeckung der muslimischen Frau. Und die muslimische Frau muss sich bedecken. Ich will mich nicht jetzt unlieb machen, ja, oder unbeliebt machen. Aber wir haben gesagt, es gibt Basis in der Religion, es gibt Prinzipien, es gibt Regeln, und wir reden mit Wissen und wir forschen. Und wenn man die Beweise der Religion betrachtet und forscht, dann kann man nicht anders sagen, als dass dies ein Muss für die Frauen ist. Dieses Muss, es steht nicht nur bei uns Muslimen, sondern es gab auch bei Judentum, es gab auch bei Christentum, und es gibt bis heute die Christen, die arabischen Christen, die tragen bis heute Bedeckungen in vielen Ländern. Aber das ist eine religiöse Handlung für die Frau. Religiöse Handlung, bitte verstehen. Das ist weder Politik noch ein Symbol für Symbol der Besetzung Deutschlands oder Europas. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nur mit der Religion zu tun. Wir haben eine Umfrage gemacht, gestartet seit ein paar Jahren, und ich leite diese Umfrage. Wir haben Zehntausenden von Frauen befragt. Welche Frau, die Frage ist, wer von Frauen hat die Bedeckung mit Zwang getragen? Bis heute, seit mehr als 3 Jahren, haben wir kein einziges Ja bekommen. Alle haben das freiwillig gemacht. Okay, wenn die Frau das freiwillig machen will, warum machen sich die anderen Probleme? Wir haben doch Freiheit. Und wenn eine Frau sich dafür entschieden hat, wir zwingen nicht, weil ich bin kein Freund von Zwang. Das heißt, wenn wir auch jemanden zwingen würden, dann bringt das nicht.
Und ich habe das, als ich kleines Kind war, als wir in die Schule gegangen sind, wir haben ein paar Mädchen bei uns gesehen, die kamen auf die Straße von zu Hause raus. Ja? Die kamen auf die Straße, dann bei der nächsten Ecke hat sie ihre Bedeckung weggemacht und in der Tasche gesteckt. Und als sie zurück nach Hause kam, dann hat sie nochmal die Bedeckung gemacht. Sie hat ihre Eltern betrogen in diesem Zusammenhang, als ob sie das macht. Aber was bringt das? Deshalb, wir sagen in diesem Zusammenhang, die Frauen haben sich selbst für dieses Gebot der Religion entschieden. Weil Allah das gesagt hat, das kommt nicht von uns als Männer. Und das ist kein Zeichen der Unterdrückung für die Frauen oder Männergesellschaft sozusagen oder Männermacht. Sondern das ist nur für die Frauen. Dann komme ich auch zum Thema vielleicht Ehrenmord. Gibt es im Islam Ehrenmord? Es gibt sowas bei uns nicht. Was bedeutet, es gibt sowas bei uns nicht? Das bedeutet, Mord ist für uns keine Ehre. Mord im Islam ist verboten. Aber wenn manche, die durch ihre Sitten und ihre Tradition sowas tun, das hat nicht mit unserer Religion zu tun, das hat nicht mit dem Islam zu tun. Wenn auch eine Frau Unzucht begangen hätte oder hat, dann darf sie nicht von einem Mann oder vom Vater oder vom Bruder oder sowas getötet werden. Das sagt man ja, aber wir hören viel, dass sowas in Deutschland passiert oder woanders. Ja, es gibt auch hier. Das passiert sowas auch hier oder in anderen Ländern. Aber das hat mit der Religion nichts zu tun, das hat mit der Person zu tun. Die Religion sagt uns, wir dürfen kein Selbstjustiz haben und wir dürfen kein Richter werden. Wir sind Leute nur, die den anderen sagen, das ist unsere Religion und das ist richtig, das ist falsch und jeder muss für sich selber bestimmen. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ein Mensch natürlich wird niemals vollkommen sein und dass er alles vollständig perfekt macht. Deshalb, wenn ich nicht alles erzählt habe oder wenn ich was vergessen habe oder etwas Falsches gesagt habe, bitte ich um Verzeihung und um Entschuldigung. Und wenn ich versucht habe, aufzuklären und ich habe was geschafft, dann bin ich Ihnen dankbar. Ich danke Ihnen nochmal für das Zuhören. Und ich danke Ihnen nochmal, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich hoffe nach der Pause, dass wir zu einer fairen Diskussion kommen. Übrigens auch, wenn man Kritik hat, kein Problem. Aber bitte, ich meine, wissenschaftlich mit guten Wörtern und in Augenhöhe und jeder natürlich hat natürlich das Recht auch Meinung zu haben. Bevor wir zur Pause kommen, ich bin der bekannte Imam, der sozusagen Geschenke bei TV-Sendungen macht. Ja, und ich habe damals Maischberger, Christiansen, unser heutigen Finanzminister und damaligen Innenminister Herr Schäuble und anderen Korane geschenkt, weil dieses Geschenk, das ist sozusagen wirklich das teuerste Geschenk, was wir haben. Und deshalb möchte ich namentlich sozusagen Unileitung danken und ich möchte ein Geschenk sozusagen als wirklich Symbol des Dialoges, des friedlichen Miteinander. Und egal, ich meine, wenn wir auch nicht weiter mit mir dieser Dialog durchgeführt werden, das könnte auch mit anderen Leuten durchgeführt werden. Hauptsächlich, dass wir weiter miteinander reden. Und wir haben das geschafft übrigens. Wir haben ein Zeichen jetzt gesetzt, dass wir miteinander reden können. Und wenn man sagt, die Muslime müssen sich ändern, dann sollte man uns ein bisschen Zeit geben, mit uns Geduld zeigen. Da sind wir Menschen, wir können ein bisschen lernen. Ja? Ich meine, wir sind mindestens Menschen, nicht was anderes. Okay, ich fange mit der Frau Kanzlerin, Frau Bock, habe ich richtig? Ja, ich danke Ihnen und das sind drei Geschenke, was ich Ihnen geben möchte. Aber ohne Hand geben. Ja. Ich danke Ihnen, das ist einmal Koran-Übersetzung auf Deutsch und einmal über unseren Propheten. So, ich habe die Bücher selber nicht gelesen, damit Sie wissen. Und das ist so ein. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen.
Dann möchte ich auch der Herr Dr. Drefke auch ein Geschenk machen. Wo ist ja der Herr Dr. Drefke? Oder ist nicht da? Möchte ich Ihnen auch ein Geschenk machen? Oder schicke es Ihnen? Okay. Und der Herr Prorektor Petzold ist nicht da, denke ich. Dann gebe ich das unseren Herrn Rektor Professor Schaaf. Ich möchte Ihnen auch das. Aber beim Herrn Professor Schaaf kann ich die Hand geben. Ich danke Ihnen. Das ist erstmal für Sie. Und das ist für Herrn Prorektor. Und das ist für die EFT, damit Sie das in der Bibliothek haben. Als übrigens, ich habe nicht drauf geschrieben, kein Autogramm. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir in die Pause kommen. Da müssen wir kollektiv hier die Frage stellen. Wir wollten fragen, was Sie unter Bedeckung der Frau verstehen. Und die Begriffe dazu werde ich mit meinen Kollegen vielleicht erzählen. Ja, es wäre eine nähere Erklärung von Hijab oder Niqab, also oder Burka und Ihre Vorstellungen dazu. Ja, ich wiederhole die Frage, weil auch manche uns verfolgen im Internet. Damit Sie auch hören, die Fragen, was wir sagen. Was wir verstehen, oder was ich verstehe unter Hijab und Niqab. Hijab, das ist sozusagen die Bedeckung der Frau. Und die Frau sollte sich bedecken, sie sollte ihr Kopf bedecken, Hals, Schulter und den ganzen Körper mit, ohne Gesicht und ohne Hände, mit Bekleidung, was weit ist. So ist das im Islam. Ich kläre es Ihnen, wie das im Islam ist. Mit weiten Bekleidung und das sollte nicht sehr, sage ich jetzt, durchsichtig sein und so weiter. Mit Niqab, das nennt man heutzutage Burqa. Die meisten Burqa sagen Burqa. Burqa ist natürlich eine Bezeichnung für eine Art Bekleidung in manchen Ländern. Das ist nicht überall so. Auf jeden Fall, das ist dass die Frau auch ihr Gesicht bedeckt. Ich vertrete die Ansicht, dass die Frau, wenn sie das will, sie kann das machen. Aber sie muss das nicht. Aber mit Hijab, dass die Frau sich bedeckt, das ist eine Sache, die im Islam, im Christentum und im Judentum bekannt ist. Das ist für mich der Al-Hijab. Ich hoffe, dass das... Also nicht nur Kopf. Ja, das ist die Sache. Schauen Sie mal, ich meine, wenn eine Frau nur Kopf bedeckt, dann ist das nicht, was im Koran steht oder was der Prophet uns erklärt hat und wie die Frauen damals verstanden haben von der Religion. Und bitte, wir reden über Religion. Und wir müssen bitte unterscheiden zwischen religiösen Themen, und diese Themen, die bleiben, und zwischen Gewohnheiten. Normalerweise haben Sie auch das Wissen, und ich habe Ihnen versprochen am Anfang, dass ich sachlich bleibe und dass wir das wissenschaftlich, das wird mit Beweisen, mit Belegen sprechen, und ich bin zu Ihnen ehrlich. Dann Gewohnheiten, wir haben im Islam Gewohnheiten und wir haben religiöse, sage ich jetzt, gottesdienstliche Handlungen. Die Gewohnheiten, die sind im Bereich Essen, Trinken, Bekleiden, Verträge, Handel, Häuser, Straßen. Das sind Sachen, die Allgemeinheit betreffen. Jeder hat das, ob Muslim, nicht Muslim und so weiter. Diese Gewohnheiten in unserer Religion, die bleiben Gewohnheiten und alle Gewohnheiten im Islam sind erlaubt, solange die Religion das nicht ändert. Die Religion ändert die Gewohnheiten, entweder die werden diese Gewohnheiten Pflicht oder empfehlenswert oder verboten oder zum Beispiel unbeliebt. Mit Hijab ist es eine Gewohnheit,
die der Islam bestätigt hat. Und Allah hat das im Koran gesagt, dass die Frauen sie ihre Ausschnitte hier bedecken sollen. Und wenn die Ausschnitte bedecken sollen, da sagt man, die Frau sozusagen verhüllt sich von Kopf bis zu Füßen. Und hier, die Gelehrten des Islam, unter den Gelehrten des Islam gibt es zwei Ansichten. Manche sagen, diese Bedeutung heißt, dass die Frau auch ihr Gesicht bedeckt. Und deshalb, manche Gelehrten des Islam sagen, die Frau muss ihr Gesicht bedecken. Manche sagen, ihr Gesicht, aber sie lässt zwei Augen frei. Manche sagen, ein Auge frei. Ja? Es gibt diese Ansichten, damit man weiß. Ich habe gesagt, wir wollen hier miteinander reden, nicht übereinander. Manche andere Gelehrten sagen, es gibt Belege in der Religion, zum Beispiel eine Frau hat mit dem Propheten gesprochen und man könnte ihre Wangen sehen. Und wenn man ihre Wangen sieht, das bedeutet, das Gesicht war nicht bedeckt. Ja? Und deshalb sagen sie, die Frau darf ihr Gesicht zeigen und ihre Hände, aber wenn sie will, und das finde ich tolerant, das finde ich auch barmherzig, dass man der Frau das Recht gibt, wenn sie sich bedecken möchte, auch ihr Gesicht, dass sie das macht. Und das ist im Islam. Es gibt diese zwei Ansichten. Aber mit Hijab, das bedeutet von, mit Kopf und mit sage ich jetzt, Schulter und Körper und so weiter, da gibt es hier unter allen muslimischen Gelehrten, unter allen Muslimen keine unterschiedlichen Ansichten, dass die Frau sich bedeckt. Übrigens, ich habe das auch gesagt, nicht, dass man sagt jetzt, er hat gesagt, es gibt auch im Judentum und im Christentum, die Belege sind klar, auch im Alten Testament und im Neuen Testament, dass die Frau ihr Haupt bedecken sollte. So ist das immer so. Bitte schön. Sie sprachen in Ihrem Vortrag und in den einleitenden Worten sehr oft, das ist nicht der Islam, das ist die Tradition. Und wenn Sie dies sagten, war bei Tradition dabei, ich sag mal das Böse. Ob Mord, ob Zwangsehen, etc. Frage 1. Leben mehr Muslime nach dem Islam oder nach der Tradition? Und Frage 2. Gibt es im Islam die Möglichkeit, bei Allah um Vergebung zu bitten, wenn ich nach der Tradition, / nach dem Bösen gelebt habe? Und komme ich dann auch ins Paradies? Ja, danke Ihnen. Erstmal nicht alles von Tradition, ich wiederhole die Frage. Leben die Muslime eher nach Tradition oder nach Religion? Was sind die sozusagen die Prozente und was ist die, sage ich jetzt, wenn wir abwägen werden, wie viel und wie viel? Das habe ich nicht so ganz genau gerechnet, aber das kann ich Ihnen sagen. Auf jeden Fall, das ist eine Sache. Zweitens, ob wir im Islam Verzeihung, Vergebung für die Sünden haben und wenn man Schlechtes getan hat, ob man seine Sünden verziehen bekommt von Gott oder nicht. Ich sage Ihnen erstmal, nicht alles, was in Tradition ist, ist Böses. Das ist klar. Es gibt gute Traditionen. Ich finde zum Beispiel, was früher auch hier in Deutschland war, dass die Frau immer auf der rechten Seite des Mannes bleibt die rechte Seite des Mannes ist, ja, das finde ich gut. Wissen Sie, warum war die Frau immer auf der rechten Seite des Mannes? Zum Beispiel bei Heirat und wenn sie mit ihm ging und sowas, weil er damals Schwert getragen hat. Ja, und die Frau ist hier. Wenn jemand ihr Schaden zufügen will, dann macht er sofort und er verteidigt seine Frau. Das finde ich schön. Ohne Schwert. Manche Traditionen sind schön, zum Beispiel Tradition, wenn sie kommen zu einer Person und der empfängt sie schön und gut und gastfreundlich, wie hier die Universität oder die TU Ilmenau mich empfangen hat. Ich danke nochmal. Das sind schöne Sachen. Aber es gibt manche traditionelle Haltungen, die nicht gut sind. Der Islam hat diese Traditionen verboten, wie zum Beispiel das Töten von Mädchen, wenn sie lebendig sind, weil das Tradition war.
Leben die Muslime nach Religion oder nach Tradition? Ich will mich nicht unbeliebt machen bei Muslimen, aber leider muss ich mich jetzt unbeliebt machen, indem ich Ihnen sage, die meisten Muslime leben nach Tradition und nicht nach Religion. Die meisten Muslime leider auch, sie haben ihre Religion nicht richtig gelernt, weil jeder so gelernt hat, meine Großväter, meine Väter haben das getan und ich mache wie sie. Aber jetzt, dass ich Ihnen sage, 90% zu 10% oder 20% zu 70% und 10% weiß ich nicht, da haben Sie Nein gesagt, vor das Institut und sowas, habe ich nicht. Gibt es Verzeihung im Islam? Natürlich gibt es Verzeihung im Islam, weil wir Menschen sind und jeder Mensch ist sündhaft und jeder Mensch macht Fehler. Es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist. Es gibt keinen Menschen, der behaupten kann, ich habe die absolute Wahrheit. Keiner hat die absolute Wahrheit in diesem Zusammenhang. Für uns Muslime, nur eine Person hat die absolute, oder sage ich jetzt, nur einer hat die absolute Wahrheit und das ist Allah, der einzige Gott, weil er fehlerfrei ist. Das ist die Sache. Deshalb, es gibt bei jedem Menschen, dass er Fehler begeht. Aber es gibt Möglichkeit, diese Fehler zu begleichen. Und im Islam haben wir drei Arten von Fehlern, die man begeht, oder Sünden. Eine Sünde, Allahs gegenüber, das wird mit dem Gott. Eine Sünde, dem Menschen selber gegenüber. Und eine Sünde, die ist mit den anderen Leuten. Wenn man gegen Allah etwas getan hat, das bedeutet, man hat etwas Schlechtes gesagt, dann muss man Reue zeigen, indem man sozusagen im Herzen das verinnerlicht, dass man das, die Tat nicht mehr macht oder die Handlung oder das Wort nicht mehr sagt, nicht mehr macht, dass man versucht wieder gut zu machen und entschlossen, fest entschlossen ist, dies niemals mehr zu tun. Und das gilt auch, wenn man gegen sich selber was Schlechtes tut. Das geht um Sünde oder zum Beispiel, dass jemand Selbstmord begeht. Selbstmord ist verboten in unserer Religion. Und wenn man sich selbst getötet hat, dann hat man eine große Sünde in der Religion begangen, die sehr schlimm ist. Drittens, das ist die Sünde, die mit Unrecht verbunden ist, dass man zum Beispiel den anderen Unrecht getan hat. Da gibt es hier, man muss Allah um Verzeihung bitten, man muss Allah um Verzeihung bitten, die Tat, die Handlung, das Wort nicht mehr sagt, nicht mehr macht, nicht mehr praktiziert, fest entschlossen ist, dass man das nie wiederholt und ein Bild für die Presse. Das Letzte ist, dass man den Leuten ihre Rechte zurückgibt. Das war nicht gut gewesen. Na, auf jeden Fall, das ist die Sache. Das bedeutet, aber passen Sie auf. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, Gott verzeiht und vergibt, dann mache ich alles, was ich will. Nein, so nicht. Weil wenn man das immer macht, da spielt man mit seinem Schöpfer und das akzeptieren wir nicht. Im Islam heißt nicht für uns, dass man Muslim geworden ist, dass man alles tun kann, was man will. Nein, wenn man Muslim ist, dann ist man verantwortlich. Und deshalb muss man die Würde der anderen ehren, die anderen respektieren. Man darf nicht den anderen Schaden zufügen. Bei ihrem Körper, bei ihrer Seele, bei ihrem Vermögen oder bei allen Themen, die mit den Menschen zu tun haben. Das ist in unserer Religion, weil die Werke zählen. Die Werke zählen. Aber jetzt, wenn ein Muslim zum Beispiel Schlechtes getan hat und dieser Muslim hat keine Reue gezeigt, Allah nicht um Verzeihung gebeten, diese Person wird am letzten Tag vor Allah stehen, beim Gericht, und Allah entscheidet. Allah ist der einzige Gott. Und er entscheidet, ob Allah diesem Menschen verzeiht oder bestraft. Die Entscheidung ist bei Allah, ist nicht bei uns als Menschen. Wir sind keine Richter, wir sind auch Menschen, die sündigen. Bitte schön. Eine Frage von mir. Also es scheint ja so ein Problem zu geben zwischen dem theoretischen Islam und dem Islam, der gelebt wird. Also das haben wir ja eben mehr oder weniger gehört. Und da würde ich einfach mal wissen, wie ist denn eigentlich, also um wieder auf das Thema der ganzen Veranstaltung zurückzukommen, wie ist denn eigentlich die Rolle der Frau im, sag ich jetzt mal, realen Islam? Und was tut, sag ich jetzt, der theoretische Islam dafür,
dass die Rolle der Frau sich ändert? Gibt es sowas wie eine Emanzipationsbewegung beispielsweise im Islam? Und haben die das vielleicht bloß eigentlich mitbekommen? Oder ist es halt einfach so, dass wir sozusagen nur einen theoretischen Islam derzeit von ihnen sozusagen vorgeführt bekommen haben, der aber real einfach nicht existiert, weil die Leute anscheinend in einer Tradition verhaften, die sie auch so nicht ablegen? Danke. Ich danke Ihnen für diese Frage. Ich denke, ich bin heute sehr froh, dass ich diese Frage bekommen habe. Das heißt, das hat sich gelohnt, dass ich heute gesprochen habe. Ehrlich gesagt. Das ist super. Natürlich, es gibt bei uns ein Problem, Praxis und Theorie. Wir sagen, das steht im Koran und Sunnah. Aber es gibt auch Leute, die das praktizieren, die das Gute auch machen. Das heißt, nicht alle Muslime machen schlecht und nicht alle Christen machen schlecht und nicht alle Menschen machen schlecht. Es gibt gut und schlecht. Bei einem Menschen, es gibt keinen Absolutismus, wenn es gäbe auf Deutsch. Absolutismus jetzt. Auf jeden Fall, es gibt nicht, dass man sagt, absolut gut oder absolut schlecht. Absolut Theorie, absolut Praxis, gibt es nicht. Wie ist das mit dieser Bewegung, wie Sie meinen jetzt, wie in Deutschland, wie heißt die, Alice Schweizer und solche Sachen? Alice Schweizer? Schwarzer. Okay. Nicht, dass sie unser Leben schwarz macht in diesem Land. Auf jeden Fall. Schauen Sie mal. Das Wort ist sehr schwer. Können Sie mir helfen? Emanzipation. Emanzipation. Das ist schwer, wirklich. Und das ist schwer auch zu haben. Wir haben natürlich Stellung für Frauen heutzutage auch zum Beispiel in Deutschland. Schauen Sie mal. Es gibt in den Moscheen immer Gebetsräume für Frauen. Es gibt dort Frauen, die zusammenkommen, die ihre Religion lernen, die versuchen auch mit anderen Menschen zu reden. Die Frauen, wir predigen das auch, dass die Frauen sozusagen lernen, dass sie die Religion lernen, dass sie studieren. Es gibt bei uns, sage ich jetzt, in unseren Moscheen Gemeinden, es gibt Ärztinnen, es gibt Ingenieurinnen, es gibt auch sozusagen in der Gesellschaft Frauen, die tätig sind. Das heißt, es gibt diese Sache, dass wir sagen, Praxis und Theorie kann man verbinden. Aber wie weit? Wie weit? In manchen Ländern ist es so weit gegangen, dass sozusagen die Grenzen verschmolzen sind und da hat man keine Grenzen mehr. In anderen Ländern, da ist das noch begrenzt. Das bedeutet dieses schwere Wort. Ja. Ja, Emil, ich weiß nicht. Ja. Die Sache ist so, schauen Sie mal. Das heißt, was machen wir jetzt, damit wir das Praxis machen oder praktisch leben? Es gibt, wir geben, oder die Frauen jetzt, die machen alles, was die Männer auch bezüglich der Religion praktizieren. Und sie fördern ihre Rechte und es wird von vielen Männern oder von vielen Leuten das sozusagen bestätigt, dass die Frauen das Recht haben? Oder wollen die Programme genau wissen, was wir machen? Zumindest, dass man sozusagen, also gegen das Böse, was ja hier sozusagen gesagt wurde, alles, Zwangsheirat und so weiter, dass man halt, sag ich mal, diesen Aberglauben in irgendeiner Art und Weise halt entsprechend bekämpft, beziehungsweise, dass man halt versucht, das mitzubringen und beispielsweise auch Imame, die das natürlich auch vertreten, also gibt es ja auch, dass man dagegen vorgeht, halt als. Das ist schön, wenn Sie sagen, aber wissen Sie, in bestimmten Gebieten, wenn jetzt ein Imam hier steht und der sagt den Leuten bestimmte Wörter, was ich gesagt habe, wissen Sie, wo der Imam landen wird? Glauben Sie mir, im Krankenhaus. Die werden ihn schlagen vielleicht. Weil bestimmte Leute, die können das nicht verstehen, wenn man ihnen sagt, in manchen Gebieten oder in Traditionen, sie werden das nicht verstehen, wenn man ihm sagt, wenn man ihm sagt, das darf man nicht tun, das ist im Islam anders. Der sagt ja, wir haben das seit Hunderten von Jahren. Du kommst heute und du willst das Ganze, was wir vor Hunderten Jahren gelernt haben, du willst das heute ändern? Wer bist du? Deshalb aber, ich sage ihm zum Beispiel einen Teil. In den meisten Moscheen zum Beispiel heutzutage, die Lehrerinnen, die den Kindern was beibringen oder mit Kindern, die sind Frauen. In den meisten Moscheen gibt es sozusagen auch ein extra Platz für die Frauen. Und wir reden hier von Deutschland, aber es gibt auch in anderen Ländern. Und deshalb, ich habe das gesagt und ich sage nochmal,
haben Sie das verstehen. Und ich gestehe das. Und ich danke auch dem Volk, ja, dass wir als Muslime zum Teil in manchen Bereichen den Islam besser praktizieren können als unsere Heimatländer. Und das ist mit Sicherheit so. Ich meine, wir können das nicht bestreiten in diesem Zusammenhang. Deshalb sehen Sie hier, dass die Frauen ein Gewicht haben. Und auch in manchen Ländern schon. Aber das ist ein Prozess. Das braucht noch Zeit. In manchen Gebieten gibt es bis heute zum Beispiel diese Rache. Racheakt. Wenn jemand von Familie getötet hat, dann muss jemand von der Familie getötet. Und das bleibt vielleicht 50 Jahre, 100 Jahre, das bleibt zwischen ihnen. Und wenn man den Leuten sagt, zum Beispiel von einer Familie, okay, sie haben jemanden von euch getötet, dann vergisst ihr das. Sagen wir, was sagst du da? Das ist unser Blut. Das geht nicht. Jetzt für einen Europäer vielleicht oder für einen Deutschen, wenn er das hört, oder für eine deutsche Frau, wenn sie sowas hören, sag ja, was ist das? Aber andere Länder, andere Sitten. Andere Länder, andere Sitten. Und manche Sitten sind gut, manche Sitten sind schlecht. Aber das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das wollen wir in diesem Zusammenhang erklären. Und man sollte uns als Muslime, die hier in Deutschland sind, betrachten. Was wir, die hier in Deutschland leben, machen. Stammkäse. Bitte schön. Mein Name ist Schwan. Wir haben etwas gemeinsam. Die Deutsch ist Fremdsprache für mich auch. Wobei Sie sprechen wirklich gut Deutsch. Ich wollte erst eine Feststellung machen. Der Islam entstand 600 Jahre später als Christentum. Und wenn wir die 600 Jahre zurückdenken, dann haben wir Christentum 1600 haben wir auch tiefsten Mittelalter, wo ganz schlimme Sachen passieren, zum Beispiel die Hexenverbrennung. Ich wollte nur sagen, wenn man selber in die Geschichte zurückschaut, kann man bestimmte Sachen auch relativieren. Aber ich habe eine Frage an Sie und eine zwei Fragen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen von einem Griechen, die im 6. Jahrhundert Syrien, weil sie sagten, sie sind aus Syrien, Jordanien bereist hat und hat dort Berichte geschrieben, und hatte geschrieben, dass die Frauen dort auf den Märkten verkauft haben und die Männer zu Hause die Kinder gehütet haben und Essen gekocht haben. Und nur die Frauen, die die meisten Liebhaber hatten, die waren die sozusagen angesehensten Frauen. Kann sein, dass der Islam ihnen dann die Rache an diese Frauen genommen hat? Das wäre die eine Frage, ob Sie das kennen, die Rachegeschichte. Und zweite, warum Sie als Moslem eine fremde Frau nicht die Hand geben, das war neu für mich. Ich bin doch, das ist meine Marke, Frauen die Hand nicht geben. Bitte erstmal mit Frauen Hand geben. Man sollte das nicht so nehmen, als ob das Verunreinigung wäre oder als dass Diskriminierung wäre, weil das gilt auch für die Männer. Das ist für Männer und für Frauen. Und das ist nur ein religiöses Gebot. Manche machen von diesem Gebot Gebrauch, andere nicht. Aber wir haben das. Das hat nochmal mit Diskriminierung nichts zu tun, das hat mit Unterdrückung nichts zu tun. Weil ich kann sagen auch, ich gebe einer Frau die Hand, die sagt mir nein. Meine Religion sagt nein. Dann sage ich ja, sie diskriminiert mich. Deshalb, das hat mit Diskriminierung vor Unreinigung gar nichts zu tun. Erstens. Zweitens, übrigens, Christiansen und mein Schwager haben mir die Hand nicht gegeben. Ja, ich meine, ich sage Ihnen nur, weil man immer schreibt, ja, die haben ihm die Hand gegeben, der hat gesagt, nein. Die haben weder die Hand gegeben, noch was anderes. Also, die haben mir diese Frage gestellt. Ja, das war's. Und ich sage das nochmal, ich habe meiner Frau wirklich versprochen, dass ich keine andere Frau berühre außer sie. Wirklich, das ist mit Wirklichkeit, ich rede im Ernst. Und ich bin treu in diesem Zusammenhang, hoffentlich. Doch. Ob Frauen jetzt auf den Märkten gearbeitet haben und Männer zu Hause, wir haben das heute auch. Wir haben in manchen Ländern, die Frau arbeitet auf dem Markt und der Mann, der Pascha, der hat Wasserpfeife und der hat, aber diese Männer sind für uns Wasserpfeife. Der hat Wasserpfeife und der ist auch so. Deshalb sage ich Ihnen, der Islam nimmt keine Rache. Weil wenn der Islam Rache genommen hätte, dann hätte der Islam diese Rache genommen, oder die Muslime, von den Leuten, die den Propheten töten wollten. Die Mekkaner, die wollten unseren Propheten töten.
Und deshalb ist der Prophet Mohammed von Mekka nach Medina ausgewandert. Er wanderte aus, deswegen, unter anderem. Als er Mekka befreit hat, später 8 Jahre, dann hat er die Leute freigelassen. Er könnte doch Rache nehmen in diesem Sinne. Auch der Prophet Mohammed war einmal unter einem Baum, der schlief unter einem Baum, dann kam eine Person, der hat das Schwert genommen, der wollte den Propheten töten. Und er hat ihm gesagt, oh Mohammed, wer kann dich heute retten? Der Prophet sagte, mein Gott, Allah kann mich retten. Die Person zitterte und das Schwert fiel auf den Boden. Der Prophet ergriff das Schwert an und er sagte ihm, wer kann dich heute retten? Dann sagte die Person, was willst du mit mir machen? Der Prophet sagte ihm, schau mal, nimmst du den Islam an? Er hat gesagt, nein. Der Prophet sagte ihm, okay, was willst du machen? Der Mann sagte, ich werde gegen dich niemals kämpfen und ich werde die Muslime in Ruhe lassen. Der Prophet sagte ihm, geh, du bist frei. Du bist frei. Also, deshalb haben wir im Islam keine Rache. Hätten wir diese Rache gehabt, dann wäre das auch anders gesehen. Und vergessen Sie nicht, dass die Christen und Juden bei uns Muslimen bis heute leben und die haben ihre Kirchen, ihre Synagogen und das ist eine bekannte Sache, die wir wissen, aber leider die meisten Leute wissen das nicht. Ich hoffe, dass ich nicht lang antworte oder soll ich kürzer machen? Ich bin Imam, ich kann viel reden. Eine Frage, wir haben heute das Thema Stellung der Frau im Islam. Eine Gruppe, die ich komplett vermisse, wir sprechen über eine Gruppe, die heute nicht da ist. Doch, warum? Doch, doch. Warum? Aber warum? Sie haben gesagt, das Verhältnis ist 30 zu 1 zum Beispiel bei den Eintritten. Ja? Ja. Es reden Männer. Mir als Frau wäre es sehr, sehr unlieb, wenn Männer über mich reden würden und ich wäre nicht dabei und hätte nicht das sozusagen sehr schön. Recht und auch die Möglichkeit, meine Stimme hier selbst zu erheben. Die eine Frage. Und die andere Frage, Sie haben so schön dargestellt, dass es die 4 Typen gibt. Eben Mutter, Tochter, Schwester. Und was Ehefrau, stimmt. Deswegen auch meine Frage, was ist eigentlich mit der Frau, die sie von der Familie losgesagt hat, die sie vom Ehemann losgesagt hat und vielleicht auch keine Kinder hat, was ist sie dann in der Gesellschaft? Das ist ihre Schwester. Und wenn sie sich von der Familie losgesagt hat? Ja, vielleicht. Das bleibt Schwester. Okay, die Frage wegen weil die Leute hier auch zuhören möchten im Internet, die haben auch ein Recht. Übrigens, es hören uns auch Leute aus Kanada, aus USA und so, wir sind weltbekannt geworden. Schauen Sie mal, ich sage Ihnen etwas erstmal. Wo sind die Frauen, die über diese Themen sprechen? Ich sage Ihnen nur etwas, damit Sie bitte verstehen. Verstehen Sie uns? Es gibt bestimmte Themen, die brauchen kompetente Leute, damit sie über diese Themen erklären können. Nicht jedes Thema in der Religion kann sozusagen jede Person erklären. Und im Islam haben wir diese Sache, dass wir sagen, kompetentes Wissen für kompetente Themen, damit man sozusagen etwas Sachliches erzählen kann. Es gibt bei uns Frauen, die über Islam auch sprechen und wenn sie zu uns in die Moschee kommen, sie können mit vielen Frauen sitzen und sie können mit ihnen diskutieren, herzlich willkommen. Es gab auch heute, ich habe das mittlerweile gesehen, ich denke es gab dort 3 Frauen, die Muslime sind und hier auch und denke ich dort auch, es gab ein paar Frauen, die hier, aber ich meine, der Vertrag ist für mich nicht für sie, man hat mich eingeladen. Deshalb fragen sie die Hunde mich, die Frauen. Auf jeden Fall, aber die Frauen, die werden nicht anders erzählen, als was ich erzählt habe. Aber ich sage Ihnen, ich denke aber, es ist besser, dass ein Imam die Frauen verteidigt und über die Rechte der Frauen spricht und für die Rechte der Frauen predigt. Es ist stärker auch und sachlicher in diesem Zusammenhang als eine Frau. Weil wenn eine Frau spricht, dann wird man sagen, ja, die ist eine Frau, die will ihre, sozusagen ihre Stellung und ihre Rechte haben. Aber dass ein Mann sagt, diese Frau bekommt diese Rechte und sie sollte, man sollte sie anders behandeln, das ist, ich finde das stärker in diesem Zusammenhang. Aber warum nicht? Ich meine, wenn man sowas organisieren könnte, dann kommen Sie zu uns. Herzlich willkommen bei uns in Leipzig. Sie werden auch so viele Frauen übrigens bei uns in Leipzig. Es gibt pro Woche im Durchschnitt pro Woche, wir haben 3 bis 5 Personen, die den Islam annehmen. Und die meisten sind Frauen. Und diese Frauen können von ihren Geschichten erzählen.
und sie können auch Ihnen besser als, vielleicht in bestimmten Themen besser als ich erzählen. Aber so war die Einladung. Da können wir nicht wieder. Und auch hier gibt es also wenige Familien. Ja. Sie sagten vorhin, alle Muslime sind eine riesengroße Familie. Meine Frage, ich möchte es überspitzt formulieren, gibt es einen besseren Muslim und einen schlechteren? Weil, wenn ich die Medien verfolge, eine Woche gerade in Irak, jetzt neuerdings auch in Pakistan, eine Woche heißt ein sunnitischer Selbstmordattentäter jagt sich in einer schiitischen Trauergesellschaft oder sonst wo in die Luft, 150 Tote. Eine Woche später genau umgedreht, ein Schiit in einer sunnitischen Feier oder sonst. Was sind da die Gründe? Ich habe wie gesagt, überspitzt gesagt, einen besseren oder schlechteren Muslim, beide sagen, jawohl, wir haben das Richtige gemacht. Ja. Gibt es besseren Muslim oder schlechteren Muslim im Islam, nach dem islamischen Verständnis? Ja, es gibt besseren Muslim und schlechteren Muslim. Und es gibt auch besseren Professor und schlechteren Professor. Und es gibt auch schlechteren Arzt und besseren Arzt. Und es gibt auch ein schlechter Christ und ein guter Christ. Nicht alle Christen sind gut, nicht alle Juden sind gut, gefährlich. Ja, nicht alle, meine ich, sind gut. Es gibt in jeder Nation, in jedem Land. Und ich habe das immer gelernt, das war schön. Wir haben von unserer Deutschlehrerin am Anfang, als wir nach Deutschland kamen, dann haben wir dort als Studenten, jetzt die Sprache gelernt haben, da hat man uns beigebracht ein Sprichwort, da sagt man, nicht alle Finger sind gleich. Da hat man uns diese Bewegung immer gemacht, nicht alle Finger sind gleich. Und auch unter Muslimen gibt es verschiedene Leute und nicht alle sind gleich. Aber im Islam, wer ist gut und wer ist schlecht, schauen Sie mal, Allah sagt im Koran, Inna akramakum indallahi atqakum. Der angesehenste von euch ist bei Gott oder bei Allah der Gottesfürchtigste im Islam. Wer mehr Wissen hat und besser praktiziert und guten Charakter, gutes Benehmen zeigt, dann ist besser. Zum Beispiel eine Person. Aber wer entscheidet das? Das entscheidet Gott, nicht wir. Weil man nicht weiß, was die Leute im Herzen tragen. Im Islam, wir verbinden Seele mit Herzen, mit Körper und Taten, Handlungen. Das wird alles ist ein gesamtes, sage ich jetzt, wir sind eine gesamte Erscheinung. Ob man körperlich was macht oder Seele. Und wenn das Herz gut ist und die Taten gut sind, dann ist dieser Mensch auch gut. Aber wenn das Herz schlecht ist und die Taten schlecht sind, dann ist dieser Mensch schlecht. Aber wir können die Herzen und das Innerliche nicht beurteilen. Wir beurteilen das Äußerliche. Das heißt, wenn eine Person die Religion praktiziert, gut macht, versucht gut zu sagen, dann sagen wir, diese Person ist gut. Wenn diese Person Sünden begeht, Schlechtes macht, dann sagen wir, diese Person schlecht, ist schlecht. Aber Allah entscheidet am Ende, wer gut war, wer schlecht war. Mit Schiiten, Sunniten, mit diesen Gruppierungen. Erstmal im Islam gibt es, damit Sie wissen bitte, im Islam gibt es viele Gruppierungen, die sind nicht nur Schiiten oder andere. Und das haben wir von unseren, sage ich jetzt, Vorfahren, Glaubensvorfahren, wir haben das von den Juden, von den Christen gelernt, aber wir sind immer Weltmeister in diesem Zusammenhang. Der Prophet sagte uns, die Juden haben ihre Religion in 71 Gruppierungen gespalten. 70 gehen in die Hölle, eine kommt ins Paradies. Die Christen haben ihre Religion in 72 Gruppierungen gespalten. 71 gehen in die Hölle, eine ins Paradies. Die Muslime werden ihre Religion in 73 Gruppierungen spalten. Wir sind Weltmeister. Dann 72 gehen in die Hölle und eine ins Paradies. Aber was bedeutet das? Sind das keine Christen oder keine Juden und keine Muslime? Nein, die sind Juden, Muslime, Christen, aber sie haben falsche Wege genommen. Und die Entscheidung liegt bei Allah, nicht bei uns Menschen. Und deshalb, ich bedauere nur, dass man so unvernünftig wird, so von Hass getrieben wird, so, sage ich jetzt, unmenschlich wird, dass man
in eine, sozusagen in ein Gebetshaus, ob das eine Kirche wäre, ob das eine Synagoge wäre, ob das eine Moschee ist, dass man dahin geht und dass man selber eine Sünde begeht, indem man sich in der Luft sprengt, weil Selbstmord im Islam verboten ist, und dann auch Menschen, die unschuldig sind, mit in den Tod zieht. Das finde ich natürlich unmöglich, aber was können wir machen? Wissen Sie, das ist in der Geschichte so. Ich meine, könnte man damals jetzt Stalin oder Hitler oder ich weiß nicht, die anderen, die davor, könnte man diese Leute damals stoppen? Die waren von Macht besessen, die wollten bestimmtes tun. Und es gibt auch solche Leute. Ich sage nur, möge Allah diese Leute recht leiten. Und wir machen für diese Leute Bittgebet. Vielleicht Allah nimmt von uns an. Deshalb sage ich nochmal, das ist ein Phänomen und Sie haben recht. Und ich finde auch, das ist gut. Ich finde es gut, dass wir über solche Themen auch sprechen, dass wir Muslime untereinander über solche Themen sprechen, auch mit anderen, mit Nicht-Muslimen, weil sie das Recht auch haben, dass sie wissen, wie wir Muslime, die mit ihnen leben, denken. Nicht, dass jemand sagt, ja, nicht, dass der Imam jetzt in der Tasche eine Bombe trägt. Ja, und das haben wir gehört schon. Das haben wir schon gehört auf der Straße. Man ruft uns an, Mörder, oder man ruft uns und da sagt man, ja, ihr seid Mörder, ihr seid so und so und so und so. Aber da muss man Geduld zeigen und nochmal, nicht alle Finger sind gleich. Bitte schön. Ja, ich habe mehrere Fragen. Wollen Sie lieber die nacheinander haben oder wollen Sie erst eine beantworten und dann die nächste? Eins nach dem anderen. Okay. Also die erste Frage wäre, warum sind Sie überhaupt Muslim? Ganz persönlich. Warum bin ich Muslim? Ganz persönlich. Weil ich Islam liebe und weil ich mich für den Islam entschieden habe und weil ich auch, ich sage Ihnen nur etwas, und aus Nähkasten sozusagen, jetzt sage ich Ihnen ein paar Sachen. Ich hab mich selber sozusagen für die Religion entschieden, dass ich den Islam praktiziere und dass ich den Islam lerne. Okay, in meiner Familie sind Muslime, und aber in unserer Zeit, als wir kleine Kinder waren, wir dürften nur bis bestimmte Zeit in die Moscheen gehen und dann war das sehr schwer, in die Moschee zu gehen. Wären Sie in die Moschee gegangen, wären Ihre Familienmitglieder alle festgenommen und dann war das sehr schlimm. Sehr schlimm für mich. Ich habe das mit Augen gesehen damals, als Städte bei uns bombardiert waren mit Flugzeugen, als kleines Kind habe ich das mit Augen gesehen. Aber die Sache ist so, ich habe mich dann selber für diesen Weg entschieden, dass ich den Islam praktiziere und ich habe Bibel oder Evangelium, Tora gelesen, ich habe das ein paar Mal gelesen, ich habe verschiedene Bücher, Philosophie und andere, übrigens, ich habe sehr viele Bücher auch aus der internationalen Literatur gelesen und ich könnte viele Sachen über Deutschland, über andere Länder, auch als ich noch kleines Kind sozusagen 10, 11 Jahre war, weil ich immer gelesen habe, sowieso meine Prädikate in der Schule, die waren immer ausgezeichnet. Und deshalb, nachdem ich mich auf der Suche gemacht habe, Sie fragen mich persönlich, ich antworte persönlich. Nachdem ich mich auf der Suche gemacht habe, dann habe ich mich im Islam gefunden. Ich habe das als eine sachliche Religion empfunden. Ich habe das als eine sozusagen Religion, die meine wissenschaftliche Ansprüche befriedigt. Weil ich gelesen habe zum Beispiel im Koran, wie der Mensch entwickelt ist. Sozusagen, wie das in embryonalen Phase war. Der Mensch kam aus Samentropfen, dann Blutklumpen, dann Fleischklumpen, dann hat Allah das zu Knochen gemacht und dann wurden die Knochen mit Fleisch bekleidet. Wissen Sie, als ich das gelesen habe, ich habe drei Nächte nicht geschlafen. Ich habe drei Nächte nicht geschlafen, die ganze Zeit nur überlege ich mir, wie könnte ein Analphabet, der vor 1400 Jahren lebte, der war in der Wüste. Wie könnte er sowas uns erzählen? Und das steht im Koran. Das ist nicht neu, das ist seit 1400 Jahren. Der erzählt genau etwas, was die Mediziner erst in den 70er Jahren entdeckt haben. Da war ich fasziniert. Das ist eine Faszination. Erstens. Zweitens,
Ich bin ein logischer Mensch und sachlicher, sage ich. Ich habe gelesen, die Muslime glauben an Christentum und an Judentum. Und die Muslime bestätigen Jesus und Moses. Und die Muslime sagen, diese Leute, die sind unsere Vorfahren und wir nennen sie Leute der Schrift. Und ich habe mit Christen und mit Juden auch gelebt und ich habe mit ihnen kein Problem. Und dann habe ich das so gesehen, es gibt eine Reihenfolge. Es gibt eine Reihenfolge, wie Sie jetzt an der Uni. Sie lernen im ersten Semester, dann zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, ist Bachelor geworden. Ja? Das war früher besser mit Diplom. Aber ja, dann habe ich das so gesehen. Ich meine, wir könnten sagen, Judentum war Bachelor, Christentum war Master und wir sind Doktor. Deshalb habe ich mich für den Islam entschieden. Und haben Sie eine Heilsgewissheit? Weil Sie haben ja erzählt, dass Sie, also eigentlich sind die Werke, und Sie wissen quasi gar nicht, wenn Sie am Ende bei Ihnen rauskommen, ob Sie ins Paradies kommen oder nicht. Das ist eine schöne Frage übrigens, das finde ich auch eine sehr schöne Frage. Haben Sie Gewissheit, ob Sie ins Paradies gehen oder in die Hölle? Natürlich nicht. Es kann sein, sind Sie Muslim? Nein, ich bin Christ. Okay, es kann sein, nur die Frage, damit ich Ihnen erzähle, warum ich die Frage stelle. Es kann sein, dass Sie in 2 Jahren der beste Muslim aller Zeiten werden und ich bin der schlimmste Atheist. Wenn es gäbe, natürlich, unter Anführungszeichen. Auf jeden Fall, das ist die Sache. Ich habe keine Gewissheit. Und ich weiß nicht, ob ich ins Paradies komme oder in die Hölle. Aber ich versuche in diesem Leben, das Gute zu tun und das Schlechte zu verlassen. Und ich verlange von Gott, dass er mir Barmherzigkeit schenkt und dass er mir ein schönes Leben gibt und dass ich dann am Ende ins Paradies komme. Aber keiner hat Garantie. Und das hat übrigens Jesus selber gesagt und das hat Moses selber gesagt. Und das ist auch, das hat unser Prophet gesagt. Das stimmt eigentlich nicht ganz, aber haben Sie... Doch, das stimmt ganz. Ich kenne das auswendig. Haben Sie die Bibel gelesen oder haben Sie nur die Abschnitte von Jesus im Koran gelesen? Ich habe die Bibel gelesen und ich kenne Teile von der Bibel, die Ihre Priester nicht kennen. Jesus beschreibt selber, wer an dich glaubt, kommt zum Vater. Und wenn er an ihn nicht glaubt? Bitte schön. Bitte schön. Wie heißt doch die Stellung der Frauen im Islam? Kapo. Okay, komm. Sie haben recht. Haben Sie noch eine Frage? Dann stellen Sie die bitte, dann ein paar Leuten würde ich mir gerne noch die Chance geben. Ja, genau. Also ich wollte nur sagen, also aus der Sicht vom Christentum tun Sie einem ein bisschen leid, weil die Christen, die haben eine quasi Gewissheit, dass sie gerecht sind von Gott aus Gnade und aus Liebe und die haben eine lebendige Beziehung mit Jesus. Währenddessen sie nicht wissen, woran sie sind, was am Ende rauskommt. Das quasi etwas Menschliches ist, dass sie durch Werte versuchen, gerecht zu werden, was sehr rein menschlich unmöglich ist. Okay, das ist auch eine gute Frage. Das hat mit der Frau, mit der Stellung der Frau auch zu tun. Schauen Sie mal, ich sage Ihnen nur 2 Sätze, damit ich nicht lange mache. Sie sagen, ein Christ weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist und gerechten, weil er an Jesus glaubt und er wird ins Paradies, in den Himmel kommen, aber ein Muslim weiß das nicht. Ich denke nicht, dass Jesus akzeptieren wird, dass ein Kinderschänder und Kindermörder und ein Terrorist ins Paradies kommt, nur weil er an Jesus glaubt. Bitte. Gut, Sie haben uns vorhin mal... Es gibt keinen. Gut, Sie haben uns vorhin mal ein bisschen eingeführt in die Zeiten, wo die Frau auch eine gewisse Rolle spielte bei der Ausbildung von Kindern in Lehre, als Lehrerin tätig. So, jetzt kann man natürlich mal fragen, wie viele Imama gibt es denn? Sehr schöne Frage. Oh, nicht provokant, ja. Okay, wie viele Imaminnen gibt es? Nicht Imama. Imama bedeutet eher ein Turban. Imama. Ja, auf jeden Fall. Imama. Auf jeden Fall, schauen Sie mal. Imam ist eine Stelle. Imam hat verschiedene Bedeutungen. Imam ist erstmal der Führer und Oberhaupt der Muslime. Das wird sozusagen wie Präsident. Imam ist der Vorbeter. Und Imam ist der Gelehrte, der so viel Wissen hat.
Also das sind drei Bedeutungen für Imam. Und Imam ist überhaupt sozusagen derjenige, der zeigt, der den Weg zeigt. Es gibt bestimmt Imaminnen in der Religion bezüglich Wissen. Also es gibt Frauen, die so viel Wissen haben, dass man sie auch Imaminnen nennt, wie zum Beispiel Aisha. Aber dieses Wort benutzt man eigentlich nicht für Frauen. Es gibt im Arabischen nicht Imamin. Ja? Dieses Wort gibt es nicht auf Arabisch. Das ist weiblicher Form, ist nicht. Das ist das Gleiche. Was sagen Sie? Fachmann. Was ist Plural von Fachmann? Fachleute. Gibt es Plural Fachfrauen? Ja. Neudeutsch ist das. Ja, Sie haben anfangs gesagt, dass Ihr Ziel ist, eine sachliche und auch wissenschaftliche Diskussion zu führen. In dem Zusammenhang meine Frage, wir haben ja eine breite Fülle von Aspekten angesprochen, soziologische, historische, kulturelle und so weiter. Ich bin überrascht, dass Sie ohne jegliche Quellen, Belege ausgekommen sind. Ich habe eine Reihe von Einschätzungen, vielleicht Meinungen, Überzeugungen gehört. Mich würde interessieren, inwiefern fundieren Sie Ihre Herangehensweise wissenschaftlich? Also wenn Sie zum Beispiel behaupten, in religiösen Familien werden die Frauen besser behandelt als in den nicht-religiösen, was ist da Ihr wissenschaftliches Vorgehen? Inwiefern ist das alles wissenschaftlich fundiert, was Sie hier sagen? Gute Frage. Die Frage ist, ich danke Ihnen auch, dass Sie das sagen. Erstmal, schauen Sie mal, wenn ich jetzt angefangen hätte, von Anfang an, jedes Wort, was ich gesagt habe, zu belegen durch Beweise, ich bin fähig dafür und ich kann Ihnen für jedes Wort, was ich gesagt habe, Belege geben. Ich bin davon überzeugt, aber in so einer kurzen Zeit kann man nicht alles sozusagen packen, obwohl ich versucht habe, sozusagen wenig zu reden und viel zu erzählen. Aber die andere Sache, wie kann ich das mir belegen oder wie kann ich belegen? Wir haben Statistiken und wir haben auch heute in Deutschland eine Statistik, die belegt, dass in den Familien, die den Islam praktizieren, es gibt Harmonie zwischen Frau und Mann und es gibt dort in diesen Familien kein Gewaltanwendungen. Es gibt Statistiken hier. Zweitens, ich sage Ihnen, warum ich das belegen kann. Ein Mann, der an Gott glaubt, der an Allah, der einzige Gott Allah glaubt. Ein Mann, der dem Propheten folgt, dann versucht er, das zu praktizieren, was er vom Islam gelernt hat, wer zu seiner Frau sein sollte. Das heißt nicht aber, dass wir von 100% sprechen. Ich habe gesagt, die meisten. Und die meisten könnte 51% heißen. Welche Studie? Wo wurde die durchgeführt? Okay, das wurde hier in Deutschland durchgeführt. Das wurde in Deutschland durchgeführt. Sie können auf der Webseite von Familien und Familienministerium gehen und das anschauen über Muslime. Und es gibt auch Studien, die wurden an der Universität von Kairo und es gibt eine Studie, die wurde in Riyadh durchgeführt und die sind da und da kann man das belegen. Können Sie Arabisch? Das ist die Sache, weil das Interesse ist hier, das Problem ist bei uns Muslimen hier in Deutschland, wenn wir Umfragen machen und anfangen, die Leute zu befragen, dann gibt es ein bisschen sozusagen Skepsis. Warum? Weil eine Gruppe in Hamburg, die haben so eine Studie gemacht und die haben, das war natürlich miserabel, weil sie unfair waren und weil sie nicht sachlich waren. Deshalb auch gibt es das Problem hier. Aber wir haben diese Statistiken und übrigens bei uns in Sachsen hat man uns von der Ausländerbeauftragten der sächsischen Regierung Briefe geschickt, die Vereine, die mit Muslimen zu tun haben, mit Ausländern, dass wir belegen, ob wir in Familien Gewalt haben. Und da hat man uns gesagt, dass wir angeben, wie viele Leute wir beraten haben. Ja? Und das war sehr wenig, das war sehr wenig. Und es gibt eine Studie, ich habe Ihnen gesagt, auf der Seite, Sie gehen auf der Seite von Familienministerium und dann finden Sie das, schreiben Sie Familiengewalt, aber überraschen Sie sich, Sie werden überrascht übrigens, es gibt manche Ergebnisse für die Frauen hier in Deutschland, die sind nicht so erfreulich.
Sie hatten vorhin gesagt, Ehrenmorde seien im Islam verboten. Da bezogen Sie sich, glaube ich, auf solche Sachen wie Unzucht etc., also wahrscheinlich auch außereheliche Geschlechtsverkehr etc. Wie kann es dann sein, dass durch Scharia-Gerichte in einigen islamischen Ländern junge Frauen, die vergewaltigt wurden, zum Tode verurteilt werden? Wie kann es nochmal bitte? Wie kann es dann sein, dass durch Scharia-Gerichte in einigen islamischen Ländern Frauen zum Tode verurteilt werden? Wenn Scharia-Gerichte vergewaltige Frauen zu Tode verurteilen, dann machen diese Scharia-Gerichte einen großen Fehler, die nicht vom Islam ist, und diese Scharia-Gerichte, die sind für mich keine Gerichte. Ja? Meine Antwort war klar? Okay, sehr schön. Das geht nie. Eine Frau, die Opfer ist, wird verurteilt. Was ist das von Gerechtigkeit? Und wer hat Ihnen sowas erzählt? Ich weiß nicht. Nein, das kam durchaus im Fernsehen. Das ja. Berichtet in Iran und in Saudi-Arabien und Sudan. Schauen Sie mal, wenn die das durch Fernsehen bekommen haben, dann gute Nacht. Also, Moment. Nicht für Sie. Sie wissen, dass die Medien... Also, da wird das gleich gesendet. Das geht niemals, dass eine Person, die Opfer ist, verurteilt wird und dann diese Frau, diese arme Frau, die wurde vergewaltigt, man hat ihr Leben kaputt gemacht und zerstört und dann wird sie verurteilt, es gibt sowas nicht. Ja, meine Frage war eigentlich, ob muslimische Frauen gleichgestellt sind mit nicht muslimischen Frauen. Ja, wie? Frau ist Frau. Natürlich, aber wenn ich jetzt einem Muslim begegne, sieht der mich genauso an wie eine muslimische Frau? Der sieht sie beide nicht an. Das ist schön, dass Sie gefragt haben. Übrigens, ich sage Ihnen etwas. Manche Frauen, die kritisieren uns als Muslime, die sagen ja, wenn sie mit uns reden, dann gucken sie immer, sie gucken uns nicht an. Sie gucken immer zu Boden. Warum? Die denken, dass wir sozusagen die Frauen jetzt vielleicht diskriminieren oder nicht wert. Nein, das gehört bei uns zu Schamgefühlen. Wir schämen uns und deshalb als Respekt vor dieser Frau, wir gucken sie nicht an. Aber wenn ein Mann ist, dann gucke ich ihn in Augen und kein Problem. Aber bei Frauen, es gibt bei uns, weil Allah sagt uns im Koran, dass wir, unsere Blicke senken sollten. Dass wir unsere Blicke senken sollten. Und das gilt für Männer und Frauen. Aber Frau ist eine Frau, ob die jetzt Muslime ist oder nicht Muslime. Aber natürlich, eine muslimische Frau für einen Muslim hat andere Regeln als eine nicht muslimische Frau. Ja, es gibt Regeln in der Religion, die sind anders, aber von Menschen her, vom Prinzip her, alles ist das Gleiche. Ja, vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss, vielleicht gar keine Frage. Also mir scheint es doch eher so zu sein, dass diese ganzen Probleme, die vielleicht religiös auftauchen, wohl doch eher menschlicher Natur sind und dass das vielleicht am Ende gar nichts mit der Religion zu tun hat. Ja, also... Das ist jetzt für mich einfach so rübergekommen, dass wir alle irgendwo in Gesellschaften leben, die auch hier Probleme haben. Ja. Und ich bin selbst auch evangelischer Christ, ja. Und es ist eben auch so, dass sich hier keineswegs die Bevölkerung so verhält, wie es eigentlich unsere Religion dafür für gut hält. Ja. Also, und das vielleicht auch zu Ihrer Verteidigung von meiner Seite her. Also deswegen denke ich, dass die ganzen Probleme einfach menschlich sind und dass da die Religion man nicht als Überbau, als philosophischen Überbau da vorstellen braucht. Ich danke Ihnen für diese Meinung. Ich danke Ihnen für diese Meinung und ich finde das auch so.
dass eigentlich Leute, die an einem einzigen Gott glauben, die sollten zusammenhalten, dass sie etwas Gutes für die Menschheit schaffen, und das predige ich auch. Das bedeutet auch Moslems, Christen, Juden oder Nicht-Moslems, Nicht-Christen, Nicht-Juden, dass die Menschen in diesem Land zusammenhalten, um das Gute zu schaffen. Aber ich danke Ihnen für diese schöne Meinung. Ja, ich habe vielleicht noch mal zwei Fragen, die Frauen betreffen würden. Und zwar einmal die Stellung der geschiedenen islamischen Frauen in der islamischen Welt. Stellung? Geschiedenen. Ja, geschiedenen. Ja. Und mich würde noch mal ganz sehr interessieren, was ist, wenn eine muslimische Frau sich einen Christen, einen Juden oder einen Atheisten als Ehemann wünschen würde? Die erste Frage, die Stellung der geschiedenen Frau. Eine geschiedene Frau im Islam genießt die vollen Rechte einer normalen, ganz normalen Frau, sondern wenn man, wenn diese geschiedene Frau Kinder hat und ein Mann heiratet diese Frau und der sozusagen, der kümmert sich um diese Kinder, der Prophet sagte, der sagt, wer so ein Kind, wenn zum Beispiel der Vater, wenn die Frau verwitwet ist oder geschieden ist und man kümmert sich um diese Kinder, die diese Frau hat und um diese Frau, dann kommt man dadurch, weil das gute Tat ist, da könnte man dadurch ins Paradies kommen. Deshalb eine geschiedene Frau kann bei uns heiraten, ganz normale Frau, weil sie geschieden ist, das heißt nicht, dass es das Leben für sie zu Ende geworden ist. Aber in manchen Traditionen eine geschiedene Frau sozusagen ist nicht so gut. Das stimmt, ja, das wissen wir auch in manchen Ländern, wenn die Frau geschieden ist, dann wird sie als schlechte Frau angeschaut. Aber nach islamischen Verständnissen und die meisten Muslime eigentlich, die haben damit kein Problem, wenn eine Frau geschieden ist. Scheidung im Islam ist erlaubt. Wenn zwei Leute sich nicht verständigen können, dann gibt es auch einen Ausweg, das heißt die Scheidung. Das sollte nicht nur bei Ehebruch sein. Das Zweite ist, wenn eine Frau, ein Ehemann, Christ oder Jude oder Atheist, wenn es Atheisten gäbe, weil für mich jeder glaubt und der Atheist auch glaubt, dass er nicht glauben will. Das ist ein Problem. Auf jeden Fall, die Sache ist so, wollen Sie eine ehrliche Antwort oder eine diplomatische? Ehrliche. Das ist nicht politische Antwort. Ja, nicht politische Antwort. Nein. Weil Politik, die macht unter dem Tisch, über dem Tisch, rechts, links. Schauen Sie mal, bei uns im Islam, eine muslimische Frau darf nur einen muslimischen Mann heiraten. Wenn sie einen anderen Mann heiratet, der nicht Muslim ist, dann macht sie eine Sünde nach der Religion. Aber was die Leute machen hier, jeder ist sozusagen frei für sich selbst, das zu entscheiden, was er tut. Wir als Muslime hier, wir sind weder Richter, noch können wir sozusagen etwas verhindern oder bestrafen oder sowas, das ist nicht in unserer sozusagen Hand oder in unserem Bereich. Und ein muslimischer Mann, ein Muslim, darf eine Jüdin, eine Christin oder eine Muslime heiraten. Wenn sie was anderes ist, dann nicht. Aber bei Juden und Christinnen auch müssen bestimmte, sage ich jetzt, Bedingungen vorliegen. Und wenn diese Bedingungen nicht vorliegen, dann darf er nicht. So sagt die Religion in diesem Sinne. Aber was die Leute daraus machen, ich meine, jeder hat seine Meinung und jeder macht, was er für richtig hält. Aber am Ende werden wir vor Allah stehen und Allah entscheiden. Wie gesagt. Ich danke Ihnen für diese Frage. Sie haben gefragt, ob ein Muslim Ungläubige belügen darf, wenn das um den Vorteil der muslimischen Sache geht. Das ist Mikaveli-Methode. Ziel, Zweck heiligt Mittel oder Mittel heiligt Zweck. Sowas haben wir in Religion nicht. Lügen ist verboten. Ob das mit Ihnen ist als Muslim oder nicht Muslim. Und man darf nicht lügen im Islam, man muss die Wahrheit sagen. Man darf aber manchmal etwas sagen, was nicht unbedingt der Wahrheit sozusagen klar ist. Angenommen. Klammern. Nein.
Nein. Wenn Ihre Frau Sie fragt, wer ist schöner, ich oder Heidi Klum, was sagen Sie? أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة